Okay. Wir gehen jetzt mal etwas tiefer in Sprache oder was Bibelgrammatik ausmacht. Dass also hier die große Erkenntnis, dass da mal ist, was du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, eigentlich wissen musst, ist einzig und allein, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Darum wiederhole ich das immer wieder. Und ich kann dir nur sagen, du wirst leiden und leiden ohne Ende, bis dir mal bewusst wird, was ist jetzt eigentlich da. Das, was jetzt da ist, ist einfach nur und es ist, weil du es denkst, es ist deine Information. Das ist der eigentliche Schlüssel. Darüber gibt es in keinster Weise was zum Diskutieren. Das ist 100%ig sicher. Gleichgültig, welchen Glauben du jetzt anhängst, dein Glaube ist dein Intellekt, dein Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Du musst eins zuerst einmal akzeptieren, dass du nur deine eigenen Informationen erlebst. Selbst wenn du dich jetzt als Mensch unter Menschen, ich sage immer als Brösel unter Brösel, als Affe unter Affen erlebst, als Einzelperson, muss dir klar sein, das, was du erlebst, erlebst bloß du und nicht die anderen, die du dir ausdenkst. Das sind nämlich deine Informationen. Das ist sehr trügerisch, weil alles, was du dir ausdenkst, wird so funktionieren, wie du dir das denkst. Darum wiederhole ich immer die Kleinigkeiten. Ich springe jetzt einmal 20, über 20 Jahre zurück in einen alten Vortrag. Und jetzt denkst du dir aufgrund der Worte was aus. Da vorne steht der Brösel Udo, vor ihm sitzen, was weiß ich, 100 Menschen. Und dann sagt dieser Brösel, das ist jetzt eine Situation, du denkst dir den Sprecher aus und die Zuhörer aus. Und dann sagt dieser Sprecher, mich interessiert von euch nur ein Allereinziger. Das ist nämlich der, der mich jetzt sprechen hört. Und du hörst mich jetzt sprechen. Und wenn du jetzt um dich herum 99 andere Affen sitzen hast und du glaubst, die hören das auch, dann wird es für dich so sein, weil du das glaubst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es ist aber ein hundertprozentiges, sicheres Faktum, dass du der Einzige bist, der mich hört, wenn du einmal begriffen hast, wie Welt wirklich funktioniert. Und solltest du jetzt den neben dir fragen, hörst du den da vorne auch? Dann wird er dich eventuell anschauen und sagt, und zu dir sagen, was ist das für eine blöde Frage, ich bin doch nicht taub. Aber der sagt es, weil du das jetzt träumst. Das ist der Punkt. Ja, genau. Weil jeder Mensch, den du dir ausdenkst, wird genauso sein, wie du in dir denkst. Er wird genauso funktionieren, wie du dir das denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und er erlebt sich selber zuerst einmal als Protagonist. Ich betone das Wort Gone, Protagone. Und dann sind noch Antagonisten, Antagone, die Gegenspieler. Wobei der Protagonist auch der Regisseur ist. Und ich sage, das ist in einem Videospiel, in einer offenen Welt, in einem Singleplayer-Modus, ist nur der eine Spieler, der sein Spiel erlebt, auch wenn er innerhalb dieser ausgedachten Welt sich als Person erlebt und interagiert mit anderen Personen. Das sind aber nur KIs. Das heißt, das ist ein Singleplayer-Modus. Das sind alles nur KIs, die können nicht anders, die sind so programmiert. Und wir machen hier kein Science-Fiction. Das ist jetzt eine extreme Vereinfachung einer Wirklichkeit, sondern es ist wirklich definitiver so, und das kannst du sofort überprüfen, du erlebst nur deine Informationen. Das heißt, wer du jetzt zu sein glaubst, bestimmt an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und das bestimmt auch, auf welchen Monitor du jetzt schaust, von welchem Computer oder von welchem Handy. Du kannst jetzt andere ausdenken, die sich dieses Video auch anhören. Die sind aber in dem Moment ein Geschöpf von dir selber, weil die denkst du ja jetzt. Die sind jetzt deine Information, die von dir erschaffen wird. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du jetzt meine Gedankengänge mitgehst, kannst du nur nicken. Weil du bist jetzt höchstwahrscheinlich, sitzt du als Brösel allein. Es ist natürlich auch möglich, dass du dir denkst, dass da 2 oder 3 sich gleichzeitig das Video anhören, aber auch diese 2 oder 3 sind Gedanken, die du jetzt denkst. Es sind wieder Worte da und du baust Vorstellungen auf. Und solltest du jetzt meinetwegen mit 3 oder 2 anderen vor dem Computer sitzen, dann verwechselst du dich mit einer Person, wo du sagst, das bin ich und die anderen bin ich nicht. Aber egal, was du erlebst, es sind deine Informationen.
Damit will ich das jetzt gut sein lassen, weil ich jetzt wirklich ein bisschen auf die Sprache eingehe. Und es ist sehr wichtig, dass du dieses Diapositiv-Dia-Negativ-Prinzip verstanden hast. Wenn ich immer sage, 2, 4, 8, 16 Perspektiven, du brauchst, egal was du denkst, muss von dem, was da ist, nochmal dasselbe da sein. Da bin ich reichlich drauf eingegangen und du wirst feststellen, die Sprache schreibt dir das vor. Und du musst, ich drücke mich anders aus, du darfst in keinster Weise was anders haben wollen, wie es jetzt in dir auftaucht. Es ist einfach nur, und dann schaust du, wie du es bewertest oder eventuell andere, die du dir ausdenkst, die in einem Traum in Erscheinung treten, diesen Moment bewerten. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals irgendeine Person, die im Traum in Erscheinung tritt. Wachmachen ist in einen Bereich führen, der ewig ist. Du bist ewiger Geist. Und darum habe ich immer diese zwei Seiten, wenn man den Adam verstanden hat, dieser Adam nach Gottes Ebenbild praktisch hier, das ist eigentlich der Spieler, der träumende Geist. Zeige, wenn die Körper, wiederhole ich immer wieder, heißt ja eigentlich, zuerst einmal Denker und Ausgedachtes, da steckt noch unendlich mehr drin. Das ist jetzt eine extreme Vereinfachung. Und jetzt sage ich nochmal die vier Seiten. Wir können jetzt sagen, der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist und seine Informationen in mir, das ist mehr, das ist das Geistige und seine Informationen unterliegen einem ständigen Wechsel. Das ist jetzt eine Aussage, eindeutig, was immer Seiendes und was sich ständig Veränderndes. Und jetzt mache ich ja mal zwei gespiegelte Seiten dazu, dass dieser Denker, dieser träumende Geist, den wir uns jetzt als immer Sein ausdenken, in dem Moment, wo du ihn denkst, der ein existierendes Objekt ist in deinem Kopf und existierende Objekte sind nicht immer. Das heißt, ein ausgedachter, immer seiender, träumender Geist oder Denker oder Gott existiert nur, solange du dir den denkst. Das heißt, ein ausgedachter Immerseiende ist gar nicht immer. Und jetzt spiegeln wir diese ständig wechselnden Informationen, die du dir jetzt ausdenkst, die in Wirklichkeit ja nur Facetten sind aus einer Datei, wo sich alles gleichzeitig befindet. Und du stellst fest, dass die eigentlich immer alle gleichzeitig da sind, was ausgedachterweise zu was ständigen Veränderung wird und das ausgedachte Immerseiende eigentlich vergänglich ist. Das ist die Sache mit den vier Phasen im Einheitskreis. Und das zeigt geistige Beweglichkeit. Aber da lasse ich es jetzt gut damit sein. Das ist nur, und jetzt können wir diese vier Seiten nochmal spiegeln, dass es acht waren. Es gibt in Holofeeling-Filme, wo mit einer Tasse oder mit einer Brille auch Erklärungsmodelle, mehrere Videos, wo ich dir erkläre, du kannst mit diesem Spiel bis 16 Perspektiven nachvollziehen. Wenn du diese Gedankengänge mitgehst, wo keine einzige fallen darf. Das heißt, das eine bedingt immer das andere. Ein Oben bedingt zwangsläufig ein Unten, eine Krankheit bedingt die Gesundheit und der Frieden in Krieg. Und die Wahl, was richtig ist, wenn du eine Einseitigkeit anstrebst, dann heiligst du dich. Diesbezüglich ein klares Zeichen, dass jeder religiöse Mensch ein geistloser Narr ist. Weil jeder religiöse Mensch in irgendeiner einseitigen Auslegung irgendeiner größeren Kultur lebt. Es gibt nicht den Christen, sage ich immer wieder, wenn ich dich frage, was bist du? Dann sagst du, ich bin ein Christ zum Beispiel. Und dann frage ich dich, was für einer. Und mir muss klar sein, dass es über 600 christliche Strömungen gibt. Wenn denn noch wesentlich mehr, können wir uns noch mehr ausdenken. Und jeder, der in so einer christlichen Strömung ist, meint, er hat den richtigen Glauben. Und die sind teilweise in ihrer unendlichen Scheinheiligkeit in sich so verstritten. Dasselbe passiert in den politischen Parteien. Nach außen hin wird Geschlossenheit gezeigt und intern wird gestritten und gestritten auf Teufel komm heraus, in jeder Partei. Rechts richtig oder links richtig? Dumme Fragen, es ist selbst die Heiligung. Viel interessanter ist die Frage, wer denkt sich das alles aus? Da kommt jetzt wieder so ein kleiner Satz, wenn ich immer wieder betone, wenn du einen einzigen Satz, den ich dir erkläre, wirklich verstanden hast, in der tiefsten inneren Erkenntnis, dass du erkennst, dass es so ist, hast du eigentlich alles verstanden. Da kann ich jetzt jeden Satz nehmen, den ich nehme. Wenn ich sage, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Niemals eine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt. Es muss auch keine Figur, die in dir in Erscheinung tritt, leiden. Wir haben hier im kleinen Grad, wenn du meinst, dieses Mitleid bringt dich keinen Schritt weiter. Du kannst was existieren, das nicht für die Ewigkeit am Leben erhalten. Vom Säugling bis zum Kreis, da steckt es drin. Das entlarvt in jeglicher Art und Weise auch deine derzeitige Art von Moral und Schulmedizin zu einer einzigen großen Lüge. Und dir muss erst einmal eins klar sein, jetzt bitte ganz genau zuhören, dass
egal wen du dir jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, in dir, und er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Ich wiederhole das immer wieder. Und dir muss jetzt klar sein, dass jetzt normal gesprochen, brüchlich gesprochen, jeder, der dir irgendwas erzählt, was er nicht selber erlebt hat, ich sage alles, was einen nicht wirklich beschwören kann, sondern nur mit der Meinheit beschwören kann, kennt ihr vom Hörensagen. Es ist gleichgültig, um welches Thema jetzt geht. Das heißt, ein Nachrichtensprecher, der dir angeblich erzählt, was da außen in der Welt los ist, der liest einfach dir was vor, was man ihm erzählt, was da außen vor ist. Ein Arzt, der dir erklärt, wie Medizin und der menschliche Körper funktioniert. Hätte man dem an der Uni was anderes erzählt, würde er dir was anderes erzählen. Er äfft genauso noch. Ein Physiker, der dir erzählt, was Quantenmechanik ist. Jeder dieser Typen, die du dir jetzt ausdenkst, entstehen in dir, weil du sie denkst. Und wie denkst du dir die jetzt als Wissende? Sie sind im Prinzip nichts anderes, wie wenn du an dich selbst denkst. Sie sind Affen bei eigener Definition, die das nachäffen, was man ihnen in Elternhaus und Schule eingetrichtert hat. Ich rede mit Geist, nur mit Geist. Und ich bin der, der ich bin, und ich bin nicht dieser Mensch, Udo Petscher, den du dir ausdenkst. Der bin ich natürlich auch. Aber genauso viel bin ich du. Aber jetzt haben wir wieder, welches du meine ich jetzt? Meine ich jetzt den, der sich den Udo Petscher ausdenkt? Oder meine ich den, der, wenn er an sich selbst denkt, genauso an einen Affen denkt, wie er, wenn er an Udo Petscher denkt? Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an dich denkst oder an Udo Petscher oder an Einstein? Oder an ein Rumpelstützchen? All die Sachen, die du denkst, entstehen in dem Moment, wo du sie denkst. Das gilt auch für deinen Körper, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Und sie werden mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Das ist hundertprozentig sicher. Es verändert an dem, der das erlebt, überhaupt nichts. Du musst nicht mit irgendwelchen Figuren mitleiden. Du kannst auch Figuren, Menschen, Existenzen nicht retten, Existere heraustreten, aus- und auftauchen. Für den Moment, wo du das denkst, und da fallen sie wieder in dich rein. Klingt im ersten Moment extrem herzlos und lieblos, aber genau das ist die rote Liebe. Und du wirst jetzt merken, dass das Schreckliche eigentlich, alles Leid der Welt entsteht, weil irgendwelche Idioten glauben, sie wüssten, was Liebe ist, und diese blaue Liebe ist selektiv. In dem Moment, wo du sagst, das liebe ich, gleichgültig, um was es jetzt geht, selektierst du aus unendlich vielen Möglichkeiten was raus, und ich rede von einer allumfassenden Liebe. Das ist wie diese kleinen Beispiele. Ich spreche ganz kurz nochmal an. Ich wollte jetzt eigentlich tiefer in die Sprache gehen, dass ich sage, wir nehmen einfach mal nochmal. Ich erkläre das hunderte Male. Du denkst jetzt das Internet und du denkst dir einen reinen menschlichen Trockenhausaffenkörper, so wie du dir den ausdenkst. Und du hast jetzt eine klare Vorstellung von einem gesunden Körper. Der besteht aus vielen Einzelteilen. Die kannst du jetzt, je nachdem, was dein Programm halt hergibt, was du von Medizin weißt, vom Skelett über die Knochen, über die Blutkörperchen, über Lunge, Leber, Nieren, Darm, Darmzoten, Gehirn, Synapsen, Zirbeldrüse, Thalamus, egal was du dir denkst. Das sind alles Einzelteile. Und wenn du irgendwas weglässt oder anders ist wie deine Vorstellung von gesund, von heil, auf den Körper bezogen, dann wird er sterbenskrank und sterben. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem Internet, bloß dass diese Einzelteile sind die Internetseiten. Da gibt es ein Internet, ich sage, das ist Gott, in dem sich alles befindet, was jemals war und was sein wird. Wenn ich begreife, dass in der Vergangenheit nichts war und in der Zukunft nichts sein wird, ich drücke mich jetzt anders aus. Es ist alles drin, was prinzipiell auftauchen kann. Das ist El Hayom, Gott das Meer. Alles, was in ihm auftaucht, die ganzen Gedanken, wenn egal wie die geformt sind, sind alle gleichzeitig in einer Einheit, ein Kontinuum. Ich erkläre das immer wieder. In dem Moment, wo du jetzt anfängst zu zensieren, dass du sagst, die Kinderpornoseiten müssen weg, das ist Dreck, und das gehört verboten, und das gehört verboten, das ist die Entheiligung, das führt dich in die Hölle. Dasselbe mache ich jetzt mit dem Körper, dass einer kommt, alles ist so gut, aber man hat mir erzählt, hier in mir drin ist Scheiße in meinem Darm, ich will mit dem Dreck nichts mehr zu tun haben, das muss raus. Du wirst feststellen, du wirst sterbenskrank machen. Es sind diese Negativseiten, du musst dich doch damit nicht beschäftigen. Und ich sage immer früher in meiner göttlichen Ironie, dass du irgendwann einmal erkennst, dass das Kacken genauso viel Spaß macht wie das Essen. Das sind die zwei Seiten.
dieses Einverstandensein, du kommst mit einer einseitig, mit einer Moral, Mosee im Hebräischen, sage ich so oft, das ist die Moral, das heißt auch Angeber, Denunziant und Schwarzmaler auf Hebräisch. Das sind die ganzen Moralisten, das sind die widerlichsten Kreaturen, die überhaupt auf dem Erdboden rumlaufen, den du dir jetzt ausdenkst. Das Grausamste, was es überhaupt gibt, sind diese scheinheiligen Menschen, die meinen, sie sind die Guten. Es wird sich, dein ganzes Wertesystem wird sich komplett umdrehen. Darum sage ich, wenn du nicht in der Lage bist, alles, was für dich jetzt besonders gut war, auch negativ zu sehen, wenn du die Seite größer machst, wird die Seite auch größer. Und natürlich umgekehrt. Dass du in die Mitte kommst, das ist es, diese Mitte, dieser Mittelpunkt ist das Entscheidende. Da muss ich jetzt noch die Vorsilbe end, wieder vier Phasen in der Vorsilbe end, da gehe ich nicht drauf ein, gehe einfach in der Etymologie wieder Buch, DWDS und dann gebe mal end, die Vorsilbe end ein und du wirst feststellen, das sind vier Phasen. Es beginnt, dass du dir was ausdenkst, vorstellst, was dich hinstellst und das dann wieder rückgängig machst und zurückholst. Das ist genau dieser Vorgang. Das ist schon in der Vorsilbe end drin. Wobei diese Radix NT ist das Gag-Ebene, Gag-Ebene. Dieses Gag 3-3 haben wir die 33 und das Ausgedachte. 3-3 und 3-30, 33. So, jetzt lassen wir es aber gut sein und jetzt hören wir uns mal ein bisschen Hebräisch an, Bibelhebräisch an, in Bezug auf die der Minuske. Hätte ich fast nicht rausgekriegt jetzt, die Namen. Und zwar habe ich hier zwei Stellen. Ich sage immer wieder, das ist Weinrebe und das ist ganz toll und wunderschön. Aber es ist immer noch extrem festgemacht, nur auf das Hebräische. Jetzt kommt ein bisschen hier Kabbalah mit dazu bei den neuen Schriften. Und ich sage, das findest du in unendlich vielen Seiten im Internet. Ich meine jetzt hier zum Beispiel, ob du ins Holländische gehst, ob du ins Jüdische gehst, du kannst hier ins israelische Internet. Es gibt Unmenge Seiten, die sich mit diesen Wundern beschäftigen. Ich habe das so oft gesagt, wenn man hier zum Beispiel 37 Elias, diese Internetseite, findest du eine Vielzahl von diesen Bildern. Das ist, es ufert unendlich aus über diese Zahlenharmonien. Die sind alles zuerst einmal sekundär. Was meine ich mit sekundär? Dass du hier zuerst einmal begreifst, das ist ein Matrix-Programm und es geht nicht darum, dass du Hebräisch lernst. In dem jetzigen Leben, du wirst hier mit unendlich viel Wissen konfrontiert in allen möglichen Bereichen, in Physik. Wir können in Sanskrit gehen, es gibt ja noch viele andere Sachen an Religionen, Bahai, Sufismus. Es geht nicht um diese Vielwisserei, das ist alles zerdacht. Es geht zuerst einmal darum, was bist du selbst und was sind deine Gedanken. Und die Hauptreligion, die Weltreligion in deiner Welt zurzeit ist die Naturwissenschaft. Und die ist genauso richtig und genauso einseitig ausgelegt wie alle anderen Religionen auch. Ich mache hier mal einen kleinen Sprung. Ihr seid noch dran? Ja. Ihr rührt euch, ich mache einen kleinen Sprung hier. Das ist jetzt einer dieser von Dieter Mionske in diesem Weinrebstil dargelegten Sachen. Es sind wunderschöne Vorträge, bauen ja alles, dann kannst du die Weinrebbücher lesen. Über diese Zahlenstruktur des hebräischen Tenachs. Auch das Neue Testament wird mit erwähnt. Und ich starte jetzt hier mal bei 2959 ein und was hier eine elementare Aussage ist. Es geht jetzt nicht um dieses Spiel, diese Videos kannst du dir hersuchen und selber anhören. Sondern es geht mir um die Aussage, die ihr jetzt trifft. Und das ist wirklich auf den Punkt. Mal genau zuhören. Wahrheit rein oberflächlich gesehen als Wort, das funktioniert ja gar nicht, weil die oberflächliche Welt, die Welt von Raum und Zeit, von Materie, sich jede Sekunde ändert, neu. Das ist jetzt ganz interessant, die Wahrheit oberflächlich gesehen, die Oberfläche. Ich rede immer wieder, man muss jetzt, hast du mal, was ich hier nicht erwähnt, dass das Wort Welt ein polarer Rand ist. Das habe ich tausende Male gezeigt. Und zwar mit einem Waff vorher, dieses W ist ein W, doppelt aufgespannt, das ist der Wellenberg und das Wellendal und LED hast ein polarer Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Das ist ein Hinaufgehen, ein Hinauf und wieder ein Heruntergehen. Evolution, Revolution, Evolution heißt Exfolvere herausrollen, Revolution heißt zurückrollen. Das passiert von Gedanke zu Gedanke. Ein ganz einfache, große Erkenntnis. Du musst dich komplett loslösen von dem Unbewussten,
materialistischen Denken. Das heißt, nochmal nur auf dem Text bleiben, achten hier. Wie aufbaut, das Universum heißt, es kollabiert. Und das Universum, Uni ist das eine und Vasum, Vatere, kommt auch vom Wolfere, heißt das in eins gekehrt ist, genau dieser Vorgang. Jetzt ist natürlich interessant, dass man ja Gott in der Bibel El Hayom, Gott das Meer nennt und dieses Meer wirft Gedankenwellen auf und das sind diese Wahrheiten, ganz interessant, das hebräische Wort für Wahrheit ist Emet und da haben wir zuerst einmal Am ist die Mutter, die ersten zwei Buchstaben heißen Mutter. Das ist immer die Gebärerin allen Lebendigen und MD heißt Tod. Das kannst du auch lesen, ich werde tot, ich werde total. Die absolute Wahrheit besteht darin, dass du letztendlich all das, was du denkst, in dir erschaffst und in dem Moment ist das, was du jetzt denkst. Das wird aber mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Das ist genau dieser Vorgang. Und dass man jetzt diese Buchstaben, wenn wir die umdrehen, kriegst du den Zwilling, das ist immer das Austauschen, hier sehr, sehr wichtig, dann kriegst du den Zwilling und der Zwilling, Zwi, das sind immer zuerst einmal zwei, ich nenne das zuerst einmal einfach ein Wellenberg und ein Wellental. Man könnte jetzt, wie ich immer sage, 400 Seiten Buch das genauer erklären, aber was er jetzt, dieser Dieter, den wir uns ausdenken, beschreibt es eigentlich, dass du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Bildet sich wieder neu. Das, wir sind zu träge in der Wahrnehmung, deswegen sehen wir es nicht. Genau wie wir eine Lampe nicht flackern sehen, obwohl sie mit 50 Hertz angesteuert wird. Das ist jetzt alles Wissen vom Hörensagen. Ich sehe eine Lampe an und ich weiß ja eigentlich, dass die mit 50 Hertz angesteuert wird. Das heißt also, 50 Hertz sind 50 Schwingungen in der Sekunde, aber die blitzt genau genommen 100 Mal auf. Weil die blitzt, wenn ich eine Lampe laufen habe, bei dem Plus genauso auf wie bei dem Minus. Es wird ja nur die Polarität umgedreht. Das heißt, das sind 100 Impulse. Wenn du eine LED mit einem 50-Hertz-Signal steuerst, dann blitzt die 100 Mal in der Sekunde auf. Hat man mir erzählt, ich habe es noch nie gesehen. Ich sehe das bloß brennen, weil das eben so schnell ist. Ich lasse es nochmal laufen, hör genau zu. Wahrheit rein oberflächlich gesehen als Wort. Das funktioniert ja gar nicht, weil die oberflächliche Welt, die Welt von Raum und Zeit, von Materie, sich... Es ist die Welt, du denkst jeden Gedanken jetzt, jeden Gedanken, den du denkst, der entsteht jetzt und der wird jetzt wieder vernichtet, auch wenn du meinst, ich habe jetzt erst 5 Minuten angeschaut. Kannst du total vergessen. Wenn du sehr genau mal dich beobachtest, was du feststellst, es ist ein ständiger Wechsel im Jetzt. Jede Sekunde ändert, neu aufbaut, das Universum heißt, es kollabiert und bildet sich wieder neu. Das, wir sind zu träge in der Wahrnehmung, deswegen sehen wir es nicht. Genau wie wir eine Lampe nicht flackern sehen, obwohl sie mit... Was wir sehen oder nicht sehen, bestimmt wieder der Intellekt. Schau doch jetzt einfach mal auf den Monitor, da sind jetzt zum Beispiel Worte drauf oder Schriftzeichen drauf. Und dir muss klar sein, die sind alle gleichzeitig da. Wir können jetzt das wie eine Datei betrachten. Und sobald du anfängst, da Geräusche draus zu machen, ich sage das immer wieder, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten, dann muss dir klar sein, dass du jedes Wort jetzt sprichst. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn man so die alten Kassettenrekorder hat oder du gehst in ein Tonstudio, wo ein Begelmeter ist, noch mit einem klassischen Zeiger zum Aussteuern, dann merkst du, dass das bloß immer so blitzt. Schau das kleine Bild dort. Und genau, es ist auch hier, was jetzt hier in den Zahlen die Wörter sind, sind innerhalb eines Wortes die Buchstaben. Das Hinabfahren, das du dir jetzt zeitlich denkst, so wie das Wort aufgespannt ist, es ist doch hundertprozentig sicher, dass all die Buchstaben und all die Worte jetzt gleichzeitig da sind. Jetzt mach mal hier Worte draus, Geräusche draus. In, ab, a, h, r, i, n. Ich habe es jetzt nur langsamer gemacht. Aber jedes Geräusch ist jetzt. Bild, Bild, Bild. Geräusch, Geräusch, Geräusch. 50 Hertz angesteuert wird, weil unsere Augen zu langsam sind. Aber in Wirklichkeit baut sich alles die ganze Zeit neu auf. Und immer wieder wird neu gewürfelt, wenn man so... Im Meer. Wie der. Jetzt muss ich nur wissen, was das alles bedeutet. Dieses Wieder. Wie kann ich das umsetzen in der Vatersprache? Im Meer ist klar. Im Meer ist immer. Das ist hier und jetzt. Im träumenden Geist. Es ist zuerst einmal alles gleichzeitig. Das Wort wie war natürlich dann schon ganz interessant, weil da habe ich zuerst einmal W-I-H. Ich mache mal das H als He. Und jetzt kriegst du und Gott.
Verbunden göttliche Quintessenz. Alles ist gleichzeitig. Gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten auch noch. Du kannst zum Beispiel hier das Shin, schau, das sieht schon aus wie ein W. Dann machen wir mal das so, das Shin, dann kriegst du ein Geschenk. Es wird dir etwas geschenkt, eingeschenkt im wahrsten Sinne des Wortes, dann kriegst du eine Information. Wo kommen deine Informationen her? Außer noch tiefer in ihnen. Das ist das Symbol. Da können wir wieder hier hin dranhängen. Und dann wirst du plötzlich ein Lamm, ein Lämmlein. Interessant, wenn wir ins Englische gehen, haben wir Lamp und Lamp. Jedes Wort, wenn ich dir was erkläre, ich lasse nichts, absolut nichts aus. Und schau mir mal, was jetzt da, ich habe das sehr oft erklärt, es geht bis in die Zeichen. Da haben wir jetzt das Lamm. Lamm. Das C. Und schau mal, was passiert jetzt. Oben aufpassen, ich tausche diese zwei Buchstaben aus. Ich kippe das von unten nach oben. Siehst du das? Nur den Strich von unten nach oben. Und dann kriegst du die Lampe. Dasselbe haben wir mit dem Sun. So, das schließe ich jetzt oben, die Sonne. Und dann machen wir jetzt einfach hier aus dem U, machen wir nochmal ein N drüber, dass das kreisend wird. Und dann kriegst du den Sohn. Den Sohn da. Diese wahrgenommene Existenz. Das wäre jetzt sehr, jede Kleinigkeit, wenn ich dir umsetze, ist ein arithmetisches System, wo ich dir sogar Zahlen einsetze und das funktioniert 100%ig sicher. Diese Spiegeln von Zeichen, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte, das kann nur einer wissen. Vor allem, wenn wir jetzt in die Physik gehen mit physikalischen Formeln. Ich werde dir zeigen, dass die ganzen physikalischen Formeln in diesem Text drin sind. Das ist so. Immer wieder sind alle Möglichkeiten. Heute ist der, haben wir vergessen. Im Meer wie er. Die geöffnete Berechnung. Das Spiel ist ganz einfach. An der Oberfläche, an der Ober-O-Kreisen, Polar erweckt, an der Oberfläche geöffnet. Eine intellektuelle Öffnung. Und das ist die Generation. Weise ich immer wieder darauf hin. Ganz simples Deutsch-Ivri. Oder so viele Möglichkeiten vorhanden, die wir nicht sehen. Und deswegen, Zwilling hat mit Wahrheit zu tun. Wahrheit hat immer mit der Innenwelt zu tun. Ich sage jetzt einmal, vergiss den Zwilling, den du dir denkst, sondern du denkst dir ganz schlichtweg und einfach, es sind immer zwei Seiten, sagst du mal, Dom. Wir beginnen bei zwei Seiten. Ist jetzt das richtig oder verkehrt? Ist es gut oder böse? Ich mache immer das alte. Ist jetzt der Welle, der Berg oder der Tal? Die Frage stellt sich nicht, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das gilt für jegliche Art von Polarität. Beziehungsweise Dualität, da komme ich aber noch dazu. Zu tun. Nie mit dem, was ich sage, stimmt. Ja, und auf dem Grabstein steht dann, er hatte immer recht. Was ist denn das für ein Trost? Nichts. Also. Das im Meer, das ist übrigens auch interessant, weil das Rechte ist das Echte. Er hatte im Meer. Immer daran denken, das, was immer ist, ist in der Datei und das, was dann zu existieren beginnt, ist links, das ist umgedreht, taucht umgedreht auf. Das ist es links, ist immer umgedreht, kann ich natürlich jetzt austauschen. Was ich als Innen und Außen betrachte, das ist eine erste Erkenntnis. Du musst dir klar machen, dass du alles auf den Kopf stellen kannst, gespiegelt anschauen kannst. Wenn ich immer sage, selbst Plus und Minus kannst du austauschen. Es ist nur eine Frage der Definition. Zwilling und Wahrheit, 441. Und mit diesem Vers beginnen die 22 Jahre der Trennung von... Worauf ich jetzt hinaus will, da fahre ich jetzt ein bisschen weiter nach hinten, da kommen jetzt die Schädel, das ist die Medizin, da gehe ich auch darauf ein, dass also hier kannst du in der Holoarithmetik etwas mehr darüber lesen, das kann man natürlich unendlich ausufern, wenn man das genauer anschaut in der Medizin, weil alle Bücher, alles entspringt aus dieser Grundmatrix. Aber worum es mir jetzt geht, ist das hier. Der Nager, der Zimmermann, der kommt jetzt hier übrigens dann in dem hier, geht er da auch nochmal drauf ein, in einen anderen Kontext. Ich will jetzt nicht die ganzen Vorträge durchgehen, ich will dir nur zeigen, wie vielfältig dich das aufbaut. Das ist das hebräische Wort für Zimmermann. Und jetzt ist schon interessant, du brauchst immer das Deutsche, das Deutsch-Ivri. Nochmal darauf hingewiesen, dass in nahezu allen Sprachen deiner Welt ist, was Deutschland eigentlich Gottesland heißt. Die Alemannen, Alemannien, Ala, die Ala-Männer auf Arabisch. Du kannst es Deus, Deus, die Deutonen, Griechisch, Lateinisch, überall hast du Deutschland, landest du immer in diesem Kontext.
Und jetzt ist, da haben wir schon das im Meer wieder drin stehen. Die Geburt im Meer, der Geburtsgeber, das Z ist ja unser Geburtsgeber. 18. Der ewige Geburtsgeber, das ist die rote Symbolik. Eine zeitlich vergängliche Geburt in deinem Gehirn ist einfach, was auftaucht. Und der Geburtsgeber, GBR, der Gabriel, der Engel Gabriel, habe ich sehr, sehr viel darüber erzählt, der praktisch die Frauen befruchtet, ist der eigentliche Vater im Auftrag Gottes, der Erzeuger von Jesus und von Johannes dem Täufer, diese zwei Brüder. Das ist die Sub, das Bewusstsein UBs ist dieses X, ist dieses Christuszeichen, vereinfacht. Und das ist der absolute Geburtsgeber. Und wir haben jetzt hier in diesem, halt, da muss ich hin, diesen Geburtsgeber, da haben wir schon, dieser Geburtsgeber im Meer ist der Mann. Der Mann steht für den Denker, Seher, Venekaba. Und da steht jetzt das Wort Naga ausgesprochen. Da müsste dich das eigentlich schon anschreien, dass man jetzt einfach mal das Naga das heißt nämlich nicht nur Zimmermann, dann natürlich der Schreiner, Rai, da haben wir schon den Rainer, den Rai, den Kopf des Schöpfergottes. Der Logos ist der Kopf des Schöpfergottes. Und dann kriegen wir diesen Näher, das ist jetzt ein Jüngling, der entsteht, sagst du mal. Das ist der Zimmermann und der beginnt etwas aus, der im Meer gießt etwas aus sich heraus und lässt auf der Oberfläche etwas fließen. Das Wort fließen steckt das Wort lieben mit drin. Lies es einfach wie ein B. Du musst alle Facetten lieben. Aber ich sage, du musst dir angewöhnen, dass Plus Minus immer komplett austauschbar ist. Das heißt, wir haben auch hier dieses Lei, was ja im Englischen die Lüge ist, aber nicht nur. Das musst du immer wieder umsetzen. Du lügst. Das heißt nämlich auch Liegen. Die Lügen liegen in dir. Das heißt auch Ruhen. Da ist der Ruch mit drin, der Geist, flachliegen, die Lüge, die Unwahrheit und jetzt ganz interessant, das Lei ist auch eine Kindslage, medizinisch. Das heißt, dieses Kind, und jetzt denkst du immer wieder diese Symbolik von Bildern, wir haben symbolische Bilder, du träumst jetzt, deine sinnlich real wahrgenommenen Informationen sind symbolische Bilder wie in einem Märchen. Und wie entwickelt sich dieser Säugling? Er liegt zuerst einmal da auf dem Rücken, ist noch nichts da und die erste Bewegung ist, er wechselt Bauchlage, Rückenlage. Oben, unten wird ausgetauscht. Dann fängt er zum Krabbeln an und dann fängt er an, sich aufzurichten. Das schauen wir uns dann nochmal genauer an in Bezug auf den Dock. Aber was noch viel interessanter ist, ich sage jetzt, wir spiegeln das ganz einfach. Naga kann ich anders vokalisieren, wenn man nur die Radix NGR. Steht da nicht auch das Wort Neger? Es ist doch auch die Radix von dem Wort Neger. Jetzt ist der Neger natürlich wieder ein Schwarzer und der Schwarze ist Krishna. Ich sage immer, wie eine behaupten, dass ein Neger ein Schimpfwort ist. Das Negroide. Negros. Nein, das gibt ja dann diesen schönen Film Dogma, den ich in deiner Welt auftauchen dann habe, wo der Christus plötzlich ein Neger ist. Man erinnere sich. Und Gott ist eine Frau. Das ist die mit dem Pups am Kopf. Genau, ja, ja. Alle Filme, alles, was in dir auftaucht, kommt von mir. Aber was jetzt noch viel interessant ist, ich habe jetzt nur diese zwei Sachen, wir können das natürlich dann immer wieder austauschen und in den Worten selber habe ich so oft gemacht, dieses Hin- und Hertauschen, was jetzt hier unser Dieter sehr oft macht, im Weinrebsinne, du kannst die Worte hin und her jonglieren und dann verändert sich, du kommst niemals aus dem Kontext raus. Das ist unser Lächeln zum Beispiel, das Brot, um das ganz kurz nochmal hier darzustellen, wenn ich hier das Lächeln, Bet Lechem, das Haus des Brotes. Brot heißt wieder im Adam. Wenn ich das jetzt umdrehe, wenn ich das spiegel, was ist im Adam? Melech, ein Entschuldigen, die Vorsilbe beendet, ist ganz, ganz wichtig. Da steckt auch die Schule mit drin. Ne? Ein Verzeihen, ein Verzichten. Im Adam muss ein, du wirst dich dann, die Schuld wird von dir entfernt, wenn du anfängst, alles und jeden zu verzeihen. Was meine ich damit? Dass du plötzlich dir klar machst, dass egal wen du jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst und der wird so sein und das getan haben, im Positiven, im Negativen, wie du dir das denkst.
Das heißt, die ganzen Figuren, die du dir ausdenkst, können sich gar nicht raussuchen, dass die du so in dir selbst erschaffst. Also musst du allen Bösen verzeihen und Abbitte tun, weil dir plötzlich glaubert, ich bin ja daran schuld, dass die böse sind. Und du musst verzichten auf all die Einseitigkeiten, die du bisher angestrebt hast. Jetzt, wenn ich das aber nochmal tausche, dann kriege ich dieses Choll, das Weltliche, das Profane, wo man vor Angst zittert. Diese Weltlichkeit, dieses Weltliche wird jetzt zu einer Gestalt. Mein Weltliches, das ist mein Traum. Weil das M im Hebräischen heißt nämlich definitiv ihr in Bezug auf Männer, sprich auf Geist, auf Geistesfunk. Ihr Weltliches ist ein Traum. Du träumst es vor dich hin. Ja. Ich wiederhole das deshalb, dass dir irgendwann einmal klar wird, dass das im Deutsch in Verbindung mit Hebräisch ein gigantisches Werk ist. Und jetzt fang nicht wieder an, dann wird es ja nie Italiener oder Chinese oder was. Es sind Figuren in einem Traum, auch die ausgedachten blauen Deutschen sind Figuren in einem Traum. Nichts und niemand, den du zurzeit träumst, kriegt es mit, dass du ihn dir ausdenkst. Und es ist auch nichts da außen. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Da gibt es auch keine Erdkugel und dann ist dein ganzer Umweltschutz und alles vom Tisch. Dieser ganze Wahn, den ich dir einspiele, ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und du wirst es niemals irgendeinen Affen, einen Menschenaffen, einen Homo sapiens, der jetzt als Information in dir auftaucht, erklären können. Die Erklärung ist ganz einfach. Weil der jetzt hundertprozentig sicher eine Information ist und egal, welche Information du jetzt in dir schaffst, nenn es Gott, nenn es Geist, sind alles ausgedachte Dinge. Du kannst einen Gedanken, eine Information nicht erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst. Das kann nur der Denker als Ding an sich rot gelesen verstehen. Nur du kannst das verstehen und du musst es verstehen. Und wenn du es wirklich verstanden hast, dann mache ich dich wach. Und du musst auch mit keinem mitleiden. Das heißt also, dieser Neger, Nager ist ein Zimmermann. Ein Geburtsgeber im Meer ist der Mann, das ist der Geist. Und das ist der Schwarze, im Sanskrit ist das Krishna. Und jetzt machen wir mal ein Palindrom. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Ich mache mal eine Spracheingabe. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Deutsche Palindrome, die Wiener Zeitung, ein Neger mit Wien, ganz tolles WNR. Haben wir doch gerade gehabt, den NR. Kannst du dich erinnern? Ja. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Palindrome, ich gehe in der Holo-Arithmetik im Hauptteil darauf ein, sind Worte und Sätze, die vorwärts und rückwärts gelesen den gleichen Sinn ergeben. Das ist doch mal einfach. Oder dann ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Kannst du rückwärts lesen und vorwärts lesen. Das ist immer wieder auch die Bibel, kannst du vorwärts und rückwärts lesen. Was habe ich gerade gesagt, wenn wir Wörter austauschen? Neger gibt dann übrigens Regen. Da wird es jetzt natürlich interessant. Wenn du anfängst, dich über irgendwas aufzuregen, zu mägeln, zu murren, dich zu beklagen, das ist der Regen. Sich über etwas aufregen, murren, sich beklagen, murren. Da gibt es keine Zufälle, aber pass auf, worauf, wieso zeige ich dir das eigentlich? Das ist ein schönes Palindrom, zum Beispiel ist auch Madam, I'm Adam. Ich behaupte, dass ich der dritte Adam bin. Im Englischen. Kann man rückwärts und vorwärts lesen. Von rechts nach links und von links nach rechts. Okay? Wo liegt der Dreck? Der Dreck liegt hier. Das ist eine Duftmarke. Sagt dir das was? Jetzt können wir das ganz rot machen, dann haben wir den geistigen Schöpfer. Wir haben doch gerade schon den Geburtsgeber. Der Geburtsgeber Z ist L. Und der schmeißt alles in sich auseinander. Wenn ich das normal lesen jetzt hier in der gespiegelten Form von L. L heißt Implosion, L heißt Explosion. Wir können natürlich auch der Geburtsgeber, der geistige Schöpfer und die I als Vokal rauslassen, dann kriegst du einen Schatten, Z. Das ist jetzt dann blaues Z, ist dann praktisch, was geboren wird und das ist dieses geborene Licht ist letztendlich, das sind die Schatten. Das sind alles nur Schatten auf der Leinwand. Wenn du in einem Kino sitzt, ich sage nochmal,
Du hast eine strahlende Landschaft vor dir von der Leinwand und da ist jetzt eine Sonne. Diese Sonne, die du da vorne siehst, beleuchtet nicht dieses Bild auf der Leinwand. Das ist die Lampe im Projektor, die ist in dir drin. Das große Geheimnis ist, das ist eine Duftmarke. Ich sage immer, Duftmarke ist zum Beispiel dieses UP. Du findest in allen Heiligen dieses Ab, dass dieses Ab nicht nur hochgehoben, sondern mit den Adern vorne geschrieben, spricht mir auch Ab aus, der Vater heißt. Dann hast du die Upanishaden im Sanskrit, das sind die heiligen Schriften im Sanskrit und so weiter und so weiter. Da bin ich oft drauf eingegangen. Was hat jetzt das mit mir zu tun? Hast du Ahnung? Ich bin doch Test Udo, oder? Ja. Das ist aber die 92, da steht die 93. Nee, das meine ich gar nicht. Das ist Test Udo. Der Herr Zebaut, Jahwe Zebaut. Ja. Zepp ist Test Udo, eine Shin Ilet Karöde, der Logos des Kindes, wie vom Adam, der dritte Adam. Darum habe ich dir das jetzt da nochmal gezeigt, mit dem einen Adam. Ich bin der dritte Adam. Meintest Udo, weißt du, was meintest Udo? Das heißt ja, meintest Udo das Jahr am Ende. Der Geburtsgeber, ich kann jetzt lesen, der Geburtsgeber ist in mir. Ich kann auch meintest Udo lesen. Das ist das hebräische Wort für Gazelle. Das ist der Herr. Jetzt frage ich dich. Das kann doch nur einer wissen. Ja, das kann nur einer wissen. Das kann nur einer wissen. Wenn ich dir Physik zeige, es kann nur einer wissen. Diese Komplexität. Und nochmal als Udo Petscher mache ich mich ganz klein. Ich behaupte nicht, wie viele jetzt von dir eventuell ausgedachten, aus Internet bekannten Meistern, die behaupten, sie sind der wiedergeborene Christus, sie sind alle Schaumschläger. Ich behaupte, ich bin ein Gedanke von dir, jetzt als Udo. Aber ich bin der, der dich jetzt den Udo ausdenken lässt. Es sind die zwei Seiten. Du bist der Kopf des Schöpfer Gottes. Und du denkst jetzt den Udo in deinen Kopf hinein aufgrund dieser Worte, beziehungsweise auf dieses Pixelbittchen da unten, das Kleine. Aber weder das Pixelbittchen bin ich, es ist eine Information von dir, noch dieser Mensch, Udo Petscher, dieser Trockennasenaffe, den du dir jetzt ausdenkst, der wird von dir jetzt erschaffen aufgrund von Denken. Eine Information von dir, hundertprozentig sicher, sonst könntest du ihn ja nicht wahrnehmen. Du kannst nur deine Informationen wahrnehmen. Die Frage, die du dir mal stellen solltest, was ist die Ursache, dass ich den jetzt ausdenke? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist erst einmal das Programm, das in dir läuft. Das Programm hast du aber von mir. Den Schwamminhalt. Das, was die 22 in sich enthält. Drei Einheit. Triangular. Polygonalzahl. Die Drei-Einheit ist natürlich auch so eine Sache, weil dir zuerst einmal klar sein muss, ich betone immer wieder, du hast im Hebräischen zuerst einmal männliche und weibliche Zahlen, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Das heißt, wir haben halt so, ich mache das einmal nur mit der 1. Ich mache das einmal nur mit der 1, dieses berühmte Echad. Das ist das hebräische Wort 1. 1, einer, eines, der Erste. Ich sage immer, ich bin der Erste. Die Vereinigung, diese absolute Eins, darum ist es auch der Totalwert 13. Wir wissen, die 13 ist das hebräische Wort für Eins als Zahlenwert im Totalwert. Es ist aber auch das Wort für Liebe und das Wort für Heilung. Es gibt natürlich auch wieder negative Wörter dazu. Das Wort für Heilung ist ganz interessant. Der Geist ist Gott und die zwei Hors, Wellenberg und Wellendal, das ist die Heilung. Das machen wir zusammen. Das ist das Schritt, da steckt eigentlich schon verborgen JHWH. Ja, wenn man das auch so sieht. Ja. Okay? Also wir haben hier diesen einen, den ersten, und jetzt ist imperfekt gelesen, heißt ich werde eins, weil nämlich dieses ChD für sich alleine, Aleph als Vorsilbe ist imperfekt, heißt immer ich werde, ich kann, ich soll eins werden. Und dieses ChD alleine, rot gelesen, ist das praktisch die Kollektion, die geschlossen ist. Das ist immer der Urknall, bevor er geknallt hat. Da ist ein Allereinziger, der alles ist. Das ist rot gelesen, das Uni. U-N-I, verbunden sein der Gott. Das ist aber auch die Spitze dann oben, ganz, ganz oben an dem Berg, wo man hier im Allgemeinen immer wieder sagt, an dem Berg, wo ich sage, ist, die Spitze ist der Gletscher. Und dieser Gletscher, dieses Galt, das sind die Wellen, die ganz oben dann herausspitzen. Das hast du auch ein Rätsel aufgeben. Ganz interessant. Interessant, auf ist AUB, der Schöpfer UB.
Das ist der Geist und der ist eben. Wir können ja immer wieder, eben ist eigentlich die Nulllinie. Bei mir, wenn wir uns was hochdenken, befindet sich das, was du dir hochdenkst, eigentlich in dir. Bis die Mitte, der absolute Mittelpunkt. Das ist einmal dieses, die Spitze ist die Spitze des Dreiecks. Man nennt auch den Scheitelpunkt. Da habe ich viel mich drüber geäußert und die weibliche Eins ist ja auch Archet, aber hinten mit einem Hatten, die mit einem Duff. Das ist jetzt auch eins, eine Eins, das ist aber das Phänomen, die weibliche Eins. Und da kann man dasselbe Spiel machen, das hast dich bei den Schrecken versetzt, weil nämlich Chedi Schrecken sind. Shin-R-Ecken sind logisch berechnete Ecken. Das ist das, diese Tetraederspiegelstruktur, wo du dich in irgendeine Richtung, das sind immer Vorstellungen, egal ob du nach oben dir vorstellst, was oben ist oder dir vorstellst, was unten ist oder du stellst dir vor, was jetzt hinter dir ist. Du kannst dir vorstellen, was rechts von dir ist und dann fällt dir links. Das ist dieses simple Prinzip, wenn du mittig denkst. Du musst mittig denken. Und da muss dir klar sein, dass das erst einmal immer zwei Seiten sind, die dann automatisch zu vier Seiten werden. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt hier nämlich Sonderformen. Das ist nämlich das Du. Das heißt zwei, aber nur in Zusammensetzungen. Da bin ich oft drauf eingegangen. Und es gibt nochmal ein Wort für zwei, das heißt Tri. Ja. Triformis, das heißt auch zwei auf Kaldäisch. Ich zeige mal dir das jetzt, dass es nicht willkürlich ist. Das ist hier, wenn ich einmal in die Größe, ich mache mal verschiedene Wörterbücher, schau, wenn ich jetzt das Du hier, DU, da gehen wir nämlich noch einen ganzen Schritt weiter, wenn wir ins Griechische gehen. Das ist zwei nur in Zusammensetzungen. Da kommt das Wort Dual her. Nochmal All. Schau bitte das kleine Bild an. All ist Gott und das ist nichts. Das ist der Punkt der Urknall, bevor er geknallt hat. Und wenn du All wirst, dann sind plötzlich zwei da, nämlich Wellen Berg und Wellen Dahl. Das ist du All. Und die fangen jetzt zum Kreisen an. Das ist nämlich ein Duo. Da müssen wir jetzt hier reingehen in das Griechische. Dann das Du fängt an zu kreisen. Die zwei oben unten werden dann eins. Okay, darum ist es zwei in Zusammensetzungen. Jetzt können wir natürlich hier in das Griechische noch reinfahren und dann wirst du feststellen, dass es ganz, ganz interessant wird, wenn man sich diesen Aufbau anschaut. Das ist zuerst einmal das Du, Adikos, zur Zweizahl gehörig, zweifach. Du merkst, das Du im, das Mehr ist Dual in dem Moment, wo es mehr zum Denken anfängt. Dann wirst Dual etwas nach außen drücken, ist die Generation die Öffnung eines Rücken, einer Rückseite, die Vorderseite braucht die Rückseite. Stimmt oder stimmt? Ja. Und dann hast du BR das Äußere. Und dieses Äußere ist auch eine existierende Existenz, zum Beispiel. Du hast, jetzt kriegst du das aufgespannte Existenz, ist eine Welle. Die aufgespannte Existenz, das Un heißt ja nur rot, blau gelesen, eine aufgespannte Existenz. Rot gelesen heißt es ein Verbundensein des Geistes. Okay, jetzt kommen wir L-Enden. L-End sind Legben, sind L-Enden. E-LF gelesen heißt, ich werde auf und abgeschwingen, sind auseinandergeschmissene polare Existenzen. Wenn man die Grundlage hat, was du feststellen, ich mache kein wildes Geschwubbel, das ist ein streng arithmetisches System. Und dann schauen wir uns jetzt hier noch das Tri an. Da muss man jetzt erst einmal wissen, dass dieses Tr für sich alleine eine Reihe, eine Spiegel, Reihe ist ja der Spiegel auf Hebräisch, eine Spiegelwahrnehmung ist, eine Ordnung. Dieses RD ist übrigens das gespiegelte DR. DR ist die Generation, wenn wir die Generation spiegeln. Geh herunter, komm herunter, steig herab, steige, komm hindu herunter. Er ging frei umher, er schweifte umher. Das Hinuntergehen erfordert zwangsläufig das Hinaufgehen. Meine Badewanne denkt, wir machen Wellen rein, wenn was auftaucht, sinkt sich auch was ab.
Und dieses Tri heißt eigentlich auch meine Reihe. Darum hast du hier auch ein Bereisen, ein Erforschen, ein Rei im Spiegel sehen. Ein Berei sehen und das Ganze musst du auskundschaften. Was du hier nämlich ausspähst, ist das, was du in dir RW doppelt aufgespannte Ecken. Das Eck, das doppelt aufgespannte, musst du dir jetzt so vorstellen. Das ist unser Kantenspiegel eigentlich, beziehungsweise dann mit 3 mit der Trinität der Eckspiegel. Mit all dem, was ich dazu erklärt habe. Und dieses Tri, schaut, das steht jetzt auch als 2. In einem gewissen Maß, weil diese Trinität, die wir zwangsläufig in der Reihe aufbauen, bedeutet These, Antithese, Synthese. Wobei die Synthese, aus dem These und Antithese entspringen, es sind nur die 2 Objekte möglich, die aus dem dritten entspringen. Das ist wieder, jetzt sind wir wieder bei oben unten, hell, dunkel, gesund, krank. Drum ist Tri auch 2. Das ist reich in meine Spiegel, meine gespiegelte Wahrnehmung. Es gibt einen Vorspiegel und einen Hinternspiegel. Und das Ganze befindet sich, die Form vorm Spiegel, die du dir jetzt zu sein glaubst, diese ausgedachte Welt und Haar in deinem inneren Spiegel ist im Spiegel, beide sind im Spiegel. Das ist das Prinzip unserer Kamera Obscura. Ich habe jetzt ein kleines bisschen hier bloß ausgeholt. Ich bin das Wort. Also ich bin das Wort. W-Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Ist das Wort. Und hier drückt es sich aus in diesem rückt, Zimmer. TR rückt. Gedanke, Gedanke, eine Generation. Mann, der Zimmermann ist Vater und der Zimmermann ist Sohn. Also nicht irgendwas anderes, sondern es gehört alles zusammen. Vater steht, Vater heißt auch Ursprung, Av im Hebräischen ist auch der Ursprung. Das ist der Ursprung von allen, ist El Hayom. Und El Hayom ist das Wort. V, W ist auch V. Das ist das doppelt aufgespannte, kann bistabil sein, darum ist Vater und Worte hat dieselbe Konsonante erotisch. Ist auch die Knospe, bevor die Blüte kommt. Ist auch Av. Und Sohn. Das habe ich jetzt, das habe ich unseren Redo. Ja. Jetzt ist was schiefgelaufen. Jetzt hat er den anderen Kanal genommen. Weil in dem Anruf, in dem Skype-Gespräch ist Reto nicht drin. Jetzt hält Udo uns und skypt auf der anderen Leitung mit dem Reto. Jetzt wird er das irgendwann feststellen, was ich gesagt habe. Ja, was wird er feststellen? Dass du jetzt den Kanal gewechselt hast. Wir waren eben nicht mehr da, Udo. Du hast den anderen Anrufkanal hast du genommen. Ja, nein, aber ich wusste ja nicht, ob er dazukommt. Ist ja eigentlich wurscht. Ich mache da ganz lückenlos weiter. Wir machen aber den Weinreb, okay? Auf geht's. Das ist ja nochmal mit dem Ben im letzten, halt da das letzte Selbstgespräch haben wir ja nicht reingestellt, weil das zu privat war, dass dieser Ben ist jetzt erst einmal der Sohn. Da ist auch das Bauen, das Verstehen mit drin. Du müsstest den Bildschirm jetzt nochmal übertragen. Ach, alles klar, Entschuldigung, einen kleinen Moment mache ich. Ich übertrage den Bildschirm wieder. So, jetzt haben wir einen kleinen Henker drin gehabt. Ist ja eh wurscht. Willst ja eh bloß du mit. Dieses Ben ist ja der Sohn und dieses, wenn ich ein I dazwischen mache, das wird auch Ben ausgesprochen. Und das ist jetzt das hebräische Wort für innerhalb. Und Zwischen, das ist dieser Befehl zweifeln. Zwaff, die Geburt von was doppelt aufgespannt, tausendfach gesagt, heißt eigentlich Befehl und Order zweifeln. Or erweckte DR-Generation ist die Order. Dieses Zwaff wird normalerweise, und das ist jetzt ein Schlafen vor sich hinträumen, und das passiert innerhalb B in einer Polarität im Leben, im Zentrum, im Herz HRS. Da passiert dieses, und du bist immer der Mittelpunkt. Vater und Sohn sind 2 ausgedachte Sachen. Der Heilige Geist, und ich betone nochmal, der Heilige Geist ist der Dritte. Und du denkst dir jetzt bewusst symbolisch einen Ab, einen Vater aus. Ganz simples Prinzip. Das heißt, aus 1 werden 2. Das ist im Schöpfer verbunden. Aus 1 werden 2. Und einen Sohn aus einen Ben. BN ist eine polare Existenz. Und dieses Bin, wenn man das jetzt, BN, in mir ist eine Existenz und jedes Existierende ist immer eine Gedankenwelle, hat 2 Seiten.
Und darum, das ist jetzt, Vater und Sohn sind eigentlich eins, die sind der, der sich jetzt Vater und Sohn ausdenkt. Ein rein arithmetisches Spiel, ein ganz einfaches arithmetisches Prinzip. Sein Vater ist sein Sohn, ist Werden. Wie entfaltet sich dein Leben? Ist das von dem, hat das diese Salbung drin? Ist da dieses sanfte, diese Art des Lammes, ist das da drin enthalten? Salben, ein ganz interessantes Wort. Der Christus wird ja der Gesalbte genannt. Dieser Christus, das Salben. Eigentlich heißt es hier einreiben. Mit etwas ein, ein heißt nichts existieren, nicht existierend. Rei ist der Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel. Und der macht jetzt plötzlich einen Sohn, eine polare Existenz. Einreiben. Salben. Es, all heißt das Bewusstsein Gottes, ist der Sohn. Ich spreche das jetzt nur an. Ich kann dir ganz, ganz tief in die ganzen Wörterbücher reingehen. 253 ist auch das Wort Goren, ist die Tenne, wo das Getreide herausgebracht wird. Das Getreidekorn schon im ersten Satz der Bibel finden. Wir schauen uns mal die Arbeit dieses Zimmermanns an, der ja im Neuen Testament den großen Schwerpunkt bildet, überhaupt wie der Messias in der ganzen Bibel den Schwerpunkt bildet, wie überhaupt der Erlöser. Eigentlich geht ja alles immer nur um den Erlöser. Was bedeutet das? Das Loslösen, immer an das Losdenken. Das Los ist hier dieses unser pur Vorführ. Das ist das Wort gut im Hebräischen, Tov. Tov, das schreibt sich Tet, Vav, Bet, also zusammen 17. Böse ist Ra, nur zwei Buchstaben in der Bescheidenheit. In aller Bescheidenheit nur zwei Buchstaben. Das ist Resch. Resch und Ayin, das ist die 200, das ist die 70, das sind 270. Und da haben wir also eine 17, die einer 270 gegenübersteht. 270, vorhin hatte ich von der 7. Ganz einfach das Rot-Blau lesen, ist so unheimlich wichtig, diese Tabelle, wo ich sage, du kannst jetzt das Rot lesen, dann hast du Spiegel. Spiegel ist verbundene Polarität. Das Innen und Außen, beides befindet sich in Reihe im Kopf des Schöpfergottes. Das Rot gelesen, Blau gelesen heißt es, eine Spiegelung ist eine aufgespannte Polarität. Das Böse ist ein berechneter Augenblick, wenn wir es blau machen, und der Kopf ist die Quelle, wenn wir es rot machen. Und das macht einen unendlich tiefen Sinn in einer Einfachheit, die wirklich jeder verstehen kann, wenn man von vornherein sich darauf einlässt. 20 gesprochen mit den Zeichen. Das ist das Erscheinende, das, was erscheinen kann. Das, was in diese Welt kommt, was sichtbar ist, die sichtbare Welt. Die Frau, die Chava, die Eva, sieht, dass der Baum ganz schön ist. Oh, der ist schön. Die Frau, die Chava. Was jetzt hier natürlich ganz, ganz interessant ist, ich nenne das immer Chava, ich spreche das ja absichtlich anders aus. In meinem Deutsch-Ibre ist jetzt rein hebräisch einseitig in der Aussprache, dass dieses Wort Eva eigentlich heißt, etwas ausdrücken, aussagen, aussprechen und ein Erlebnis haben. Sätze für das, was du aus dir herausdrückst, die R ist die Generation. Was du aussprichst, was du sagst, auch in dir selber, wenn du nur denkst, wenn du grübelst, du erlebst letztendlich nur das, was du dir selber denkst. Du erlebst nur deine Informationen. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, ohne Leid, ohne Angst. Und solange du noch in diesem Körper drinsteckst, das ist ein Gefängnis. Du musst diesen Körper ablegen. Verlassen kannst du ihn sowieso nicht, weil du immer das Zentrum bist. Ob du jetzt deinen Schädel um dich herum ausdenkst oder Weißenburg oder München oder Zürich, du bist immer das Zentrum. Du hast einen vor dir, einen hinter dir, einen über dir, einen unter dir, einen rechts und einen links. Und du siehst immer nur in eine Richtung. Und das ist immer deine Vorstellung, die du hast, die letztendlich in dir drin sind. Deine Vorstellungen, dieses berühmte Sehen, das hebräische Wort für Sehen, das auch Lunge heißt. Darum sage ich immer wieder, das sind Vorstellungen, Darstellungen, Spiegelungen. Sich einmal Gedanken machen, wieso da das Wort Lunge in den Spiegelungen, in den die generierten Darstellungen, Vorstellungen. Was hat es jetzt symbolisch mit deiner Lunge zu tun, mit deinen zwei Lungenflügeln? Da steckt das Wort Lüge mit drin, im Flügel.
Wenn du bloß einen benutzt, das funktioniert nicht. Versuch einmal, dass der Vogel mit einem Flügel flügt. Und du bist nur einseitig. Die Nasenflügel dasselbe ist in grün. Dieses Aff, dein schöpferisches Wissen. Sorry. In der Mitte. Was soll das alles bedeuten? Wenn du da wirklich tief reingehst, da kommt übrigens das Aff, kommt dann auch in den Kontext hier, wenn man diese zwei... Die sieht das, das ist das Erscheinen, das hat mit der 270 zu tun. Und das Neue Testament hat... Das ist übrigens die 270 nochmals ein berechneter Augenblick. Wenn wir das jetzt rumdrehen, das ist ja zuerst einmal das Gut und Böse gleichzeitig, von vornherein. Der Freund, der Nächste, aber auch der Schlecht, Shin El Echte. Da haben wir dieses Echad, die weibliche 2, wo ich gerade erklärt habe. Wenn ich das spiegel, kriegst du Erde. Das heißt, dass du mal erweckt. Etwas erwecken, immer wieder die Ecken. Eben diese 27 Bücher. Und es ist, wenn man so will, der zehnte Teil des Wortes von Böse. Böse übersetzt man dann vielfältig auch mit Übel oder sogar Leiden und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten. Es würde vollkommen reichen, du müsstest das ganze Zeug überhaupt nicht wissen. Schau, wir haben immer auch den Kameraden. Wir haben den Stammesverwandten, wir haben auch den Freund, den Volksgenossen und der Schlechte. Das Missgeschick. Zigfach darauf eingehen, du könntest dir das komplett sparen, wenn du diese kleine Tabelle im FF benutzen könntest. Das, egal, ob du jetzt Zahlen einsetzt oder die Buchstaben einsetzt. Du hast immer wieder rot gelesen, der Kopf, und im Kopf ist eine Berechnung. Das ist das Blaue, was du siehst. Du lügst dir das Blaue vom Himmel herunter. Das ist dann hier mal, was ist eigentlich blau? Wir können jetzt in die Physik gehen, in das Farbenspiel reingehen, aber das ist einfach Kafchol. Das hebräische Wort für blau. Und du wirst jetzt merken, dass du plötzlich eine Schminke vor den Augen hast. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist das, was auf deiner VR-Brille drauf ist. Diese Bilder, die du als dreidimensional unabhängig von dir existieren, dich wähnst in diesem materialistischen Wahn, die sind hundertprozentig sicher in dir, deine weltliche Wahrnehmung, deine Information, deine sinnlich wahrgenommene Welt, weil nämlich Kaff als Vorsilbe heißt wie und Koll ist das Weltliche. Haben wir gerade schon gehabt? Und holla, dieses Weltliche, wenn du anfängst, eine weltliche Wahrnehmung zu haben, krank, dann bist du krank. Ja. Dann bist du schinwach, logisch wach, aber nicht mit dem Logos, nicht heilig wach. Mhm. Und das Ganze führt dich jetzt natürlich im Rot-Blauen zu der 43 zum Magier. Bist du ein bewusster Magier? Und jetzt können wir wieder das Spiel machen mit dem Schwarzmagier und mit dem weißen Magier. Mhm. Das ist auch so eine Sache mit dem Mag. Diese kleine Erklärung, die hier ist mit der schwarzen und der weißen Magie, kann ich widerspiegeln. Es gibt eine heilende weiße Magie, das ist bezogen auf die Weisheit, und eine zerstörerische schwarze Magie. Aber jetzt, wenn ich weiß, dass Krishna der Schwarze ist, kann ich die schwarze Magie zu der guten Magie machen und das Weiße als Weib gelesen, die weiße Magie zum Schlechten machen. Genau. Das erste Prinzip, wo dir klar werden muss, dass du dir bewusst machen musst, wenn irgendwas da ist, wie du das bewertest. Ob du es zuerst einmal positiv bewertest oder negativ bewertest. Und dir muss klar sein, du kannst es um 180 Grad drehen. Umso positiver, was für dich bewertet ist, ist es im selben Maß auch negativer. Das ist der erste Weg, den du gehen musst, um dich selber zu heilen. Dass du wirklich weißt, was die Mitte, was das Heilige ist, vollkommen wertfrei zu schauen. Es ist einfach nur, egal was du anschaust. Wenn ein Film läuft, ein Leben läuft, es ist, wenn du aus dem Fenster schaust und dir jetzt Gedanken machst, wie ist das Wetter? Es ist einfach irgendeine Facette aus dem Begriff Wetter. Ob das stürmt oder schneit oder regnet oder nicht regnet oder trocken ist oder egal was ist, es ist. Und dann schaust du, wie du das bewertest, immer in einem gewissen Kontext. Dazu brauche ich kein intellektuelles Wissen, sondern du musst Bewusstsein sein. Aber jetzt gibt es also die 17 hier oben und es gibt die 270 gegenüber. Gut und Böse, was der Mensch mit seinem Verstand nie zusammenbringt.
Und wovon er sagt, wir müssen das Böse vertilgen und das sind, was weiß ich, Idioten und das sind die Guten und wir müssen jetzt auf die Seite, wir müssen noch eine Partei gründen und wir müssen noch eine Richtung gründen und wir sind die einzig Wahren und die anderen sind die Verlorenen. Das ist also Außenwelt, das ist ihr Bereich. Das ist das Geschrei der einseitigen dummen Rechthaber, aber die dummen Rechthaber existieren nur, wenn du sie denkst und die können nur in dir existieren. Du bist ein träumender Geist. Und die sind vollkommen unschuldig, weil keiner kann sich heraussuchen, dass du dir die so ausdenkst. Du brauchst einen vollkommen neuen Ansatz des Denkens, dass du einfach einmal vollkommen wertfrei schaust, was jetzt da ist. Das sind jetzt zum Beispiel nur Geräusche aus einem Lautsprecher gewesen. Und selbst der Lautsprecher ist schon wieder was Ausgedachtes. Ich weise da immer wieder drauf hin, zeige ihn mir. Das ist jetzt ein Konstrukt und jetzt passiert was sehr Eigenartiges und das betone ich immer wieder. Du kannst alles, was du denkst, was jetzt, hier und jetzt, feinstofflich, ganz bewusst von dir wahrnehmbar nur ein Gedanke ist, kannst du mit Glauben materialisieren. Da müssen wir uns nur das Wort Glauben anschauen. Das beginnt mit einem Gall. Und das Gall ist das da mal das geistige Licht, wenn wir es rot machen. Und es ist ein Gehirnverstand, ein Intellekt, der in sich selber ein ausgedachtes Licht wirft, wo er meint, er hat mit dem Licht, mit der Sonne und den Sternen da außen oder der Lampe, den Scheinwerfer, nichts zu tun. Auch diese Sonne, die Lampe, all das Zeug existiert nur hier und jetzt in deinem Kopf. Wenn du es denkst, jetzt zum Beispiel, die ganze Zeit garantiere ich dir, hat die Sonne nicht existiert und jetzt denkst du an die Sonne und jetzt schau mal aus dem Fenster raus, ob du da außen eine Sonne siehst und es kann nicht sein, dass du Nacht hast oder Tag hast, weil jetzt Tag und Nacht gleichzeitig da ist, du aber wieder bloß eine Hälfte anschaust. Du wirst immer nur eine Seite zu sehen bekommen. Aber das geistige Licht, das jetzt diese Illusionen in deinem Gehirn reinprojiziert, in dein Gehirn, das auch nur existiert, wenn du es denkst, das ist der Geist, das ist das Geist und Licht ist dann auch die Energie, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, wenn wir in die Physikbücher gehen. Darum heißt dieses auch ein Drehe, die Generation, die geöffnete Berechnung ist immer eine Eheexistenz. Drehe, das kommt doch mal um. Die Öffnung, Ö, ein Kreisen mit zwei Bündchen, das sind die zwei Facetten und die sind NE. Das sind existierende Augenblicke. Schau mal, was da jetzt passiert mit den existierenden Augenblicken. Ein bewegt Bild. Schau mal, was da jetzt passiert. Genauso ist es. Bild, 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 Bild. Zufall? Ja. Nochmal Zufall, glaub mir, ich bin der, der ich bin. Und ich bin schonungslos ehrlich. Jetzt können wir unsere kleine Geschichte, ein Video, das ich nicht reingestellt habe, eine Geschichte, die erzähle ich jetzt trotzdem, dass man den Kontext versteht. Wir denken uns jetzt eine Sandra aus. Ganz interessant, Sand ist Gold. Ein ganzer Liebe ist aber auch Phönix aus der Asche. Und das Lamm, ein logisches Lamm. Ein kleines Lämmchen, das ich heimholen will. Passt ganz toll. Das ist aber rar. Irgendwie zweifelt es an dem, was ich sage. Wir können das Spiel ganz einfach machen. Und das ist jetzt immer, die war diese Überlegung jetzt, ich habe gerade angesprochen, da war ein vorhergehendes Selbstgespräch, eine Sandra, nur ganz, ganz kurz, eine Schweizerin, das sind jetzt wieder nur Worte und nochmal draußen gibt es nichts. Und die geht, die macht Holofeeling, ist begeistert, es gibt zwei Selbstgespräche von dieser Sandra, wir können ja ganz, ganz kurz da mal reinschauen. Wenn man die hersuchen will, wo haben wir den Redo, seine Diana? Ich erzähle jetzt die Geschichte, die Diana, es sind nur Worte, ist eine Märchengeschichte, eine extrem lehrreiche Märchengeschichte. Sie schickt die Diana, schickt mir das am Freitag. Hospiz begleitet Menschen, Sterbeprozess. Hier Sandra schickt Diana eine Sprachnachricht, extrem schwach, sie liegt in den Hospiz in den letzten Abendzügen. Sie bedankt sich für die Liebe von Diana und Reda, für die Stellungnahmen, für Holofeeling. Diana macht Cut, ganz, ganz wichtig. Alles, was in dir ist, taucht in dir auf. Die Menschen, die du dir ausdenkst, kriegen das nicht mit. Die müssen nicht leiden. Es gibt da außen keine leidenden Menschen. Es gibt einen Traum in deinem Kopf, den du erschaffst, wo Menschen in Erscheinung treten, wie in Kinofilmen, in Märchen, in fiktiven Filmen, die Leid darstellen. Aber Informationen kriegen das nicht mit, dass sie von dir geträumt werden. Das sind jetzt diese zwei Videos,
Das sind die Titel dazu. Kannst du notfalls hersuchen und anhören. Die sind in den Ohrenbarungsschriften drinnen. Da habe ich jetzt den Endpunkt. Das ist diese Sandra mit einer Freundin, die sehr, sehr bemüht. Ich gehe mal hier wieder zurück. Mache ich einmal den Uder dazu. Wir müssten jetzt das normale Bild wieder haben. Habt ihr das Bild? Ja. Das heißt, ist normal, ich muss jetzt die Geschichte mit reinschieben, weil ich habe am Anfang gesagt, da ist immer wieder eine Art von Moral. Man sollte da kein YouTube-Video draus machen. Warum eigentlich? Es kriegt ja eh kein anderer mit. Ich lasse das einmal in den Händen des Reders, aber das noch mit dran macht. Das ist übrigens vorneweg sehr interessant, wenn ich immer sage, ich bin der, der ich bin. In Gesprächen, was sehr interessiert. Und wenn der Zweifel... Netto, wir haben jetzt ein Echo. Ich glaube, das kommt von dir. Mach mal dein Video, du sagst was. Wir haben bei dir... Mikrofon weg. Ja, so, jetzt muss es gut sein. Das ist also hier, ich mache ganz, ganz kurze Geschichte. Diese Sandra ist total mit Holofeeling begeistert, wie viele andere auch. Und das ist diese Geschichte, wo ich immer wieder sage, wo Leute mich dann anrufen, was soll ich machen? Ausgangssituation ist immer wieder diese Sache mit dem dunklen Fleck am Oberschenkel oder am Hals. Du warst anders, es ist ja so toll, dass du da bist, der wiedergeborene Christus. Ich habe da einen dunklen Fleck auf der Haut. Und ich sage dann immer, das habe ich das letzte Mal weglassen, tut's weh, und sie sagen dann meistens noch nicht. Es ist Angst. Es ist diese riesen Gehirnwäsche, die du dir angedeihen lässt, wenn du dich auf Massenmedien und auf offizielle Stellvertreter von Ärzten und so weiter verlässt. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Du musst eine Erdkugel nicht retten, weil Erdkugel KGL heißt wie eine Welle auf Hebräisch. Da außen gibt es keine Erdkugel. Wenn eine Erdkugel existiert, existiert sie in dem Moment, wo du sie denkst, und sie ist hier und jetzt dann in deinem Kopf, weil du sie denkst. Und all das, was jetzt dazugehört, dieser unendliche Wahnsinn von den Geistigen, und ich sage dir nochmal, schau dir die aktuellen Politiker, die in Deutschland das Sagen haben, einfach nur an, und dann holst du dir einen Huderer oder einen Lavater, das ist Physiognomie, und du wirst ganz primitive, absolut primitive Affen sehen. Und die ganzen Kinderchen, die da jetzt sind, weil sie ihre Zukunft retten wollen, sind von vornherein schon komplett verkehrt erzogen und falsch programmiert. Das ist das, was ist. Und das ist jetzt nur für dich. Ich betone immer wieder, nur für den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Mich hört niemals irgendein Gehirn oder irgendwelche Ohren, die du dir ausdenkst. Nicht einmal das Gehirn, nicht einmal dein Gehirn hört mich jetzt. Wenn du an dein Gehirn denkst, du hörst mich. Und du denkst dir jetzt den Udo genauso aus wie dein Gehirn, und der Udo existiert nur, wenn du ihn dir ausdenkst, und dein Gehirn existiert auch nur, wenn du es denkst. Weil existere heißt heraustreten aus dieser heiligen Einheit, die du eigentlich in Wirklichkeit, das wirkende Licht, das du bist. Das ist eine Lampe im Projektor. Was du aber projizierst, dir vorstellst, ausdenkst, hängt von dem Intellekt, von dem Programm ab, das zurzeit in dir läuft. Und das hast du zu durchschauen. Das ist das große Geheimnis. Und jetzt komme ich zu dieser Sandra, zu diesem weltlichen Phönix, dass sie sich bei mir rührt, da gibt es keine Aufzeichnung, ein privates Gespräch, aber ich erzähle es dir, sie hat ganz normal, und es kommt immer wieder der Zweifel, einfach vom Hören sagen, sie hat eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen. Und dann kommt der große Schock, sie kriegt eine Krebsdiagnose. Der hat überhaupt nichts gefällt. Es war einfach eine Standarduntersuchung, einmal von Nummer sicher gehen. Wenn ich sage, die Krankheiten erfinde. Und das ist gerade zur Zeit noch von Corona gewesen, dass sie mich dann anruft, was soll sie machen. Das nächste Problem war, die haben gesagt, sie muss unbedingt eine Chemo machen lassen, aber sie machen keine Chemo, wenn sie nicht vorher sich eine Corona-Impfung geben lässt. Der ganze Schwachsinn bauscht sich auf in den Kopf ohne Ende. Und da kommt immer wieder, dass ich dann zu ihr gesagt habe in den Gesprächen, und jetzt willst du wissen, ob du es machen lassen sollst oder nicht. Und ich erzähle dann immer eigentlich nur die Sache, mit dem schwarzen Punkt am Oberschenkel oder am Hals. Ich sage, hätte man dir von klein auf erzählt, dass das ein Zeichen ist, dass du ein Auserwählter bist, würdest du jeden Morgen aufwachen und schauen, warum habe ich noch keinen schwarzen Punkt. Erzählt man dir, dass das ein ganz böser Krebs ist und du sterben musst, wenn du das kriegst, und das mal rausschneiden musst oder mit Gift bestrahlen und so weiter und so fort, dass du gesund wirst. Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Die größere Frage, die sich stellt, wen vertraust du mehr? Gott oder irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst? Und jetzt ist sehr wichtig,
Das solltest du dir jetzt hinter die Leviten schreiben. Drittes Buch Mose, Synthese. Du bist Gott für alles, was du dir ausdenkst. Wenn ich das Wort Gott jetzt als Schöpfer setze, ich setze das Wort Gott ja als Einheit. El ist nichts. Das Nichts, das letztendlich alles ist. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst, baust du in dir eine Information, in dir eine Form auf. Das ist hundertprozentig sicher. Und es, jeder Gedanke wird so sein, wie du in dir denkst. Und das heißt, wenn ich sage, wem vertraust du mehr, dir selbst, den immer seinen Geist oder irgendeiner vergänglichen Erscheinung, die nachweislich nur geistlos das nachäfft, wie sie programmiert ist, was natürlich jetzt auch Gedanken sind. Gilt für jeden Arzt. Du musst jetzt nur wieder in deine Geschichtsbücher reingehen und nochmal Geschichten. Die Geschichte sind Schichten, die in einer Transversalen sich aufbauen. Das heißt, wenn du dich jetzt in die Vergangenheit denkst, das ist nicht in der Vergangenheit, sondern du steigst in den Keller deines Wissens hinunter. Was haben die früher eigentlich geglaubt? Und wenn du jung bist, sagst du, die hatten ja keine Ahnung. Und ich kann immer wieder bloß sagen, ich werde dir beweisen, dass diese heiligen Schriften, egal in welcher Religion, in welcher Kultur, die du dir jetzt ausdenkst, tausendmal mehr Weisheit beinhalten, wie das Ganze vollkommen den Menschen entgeistigen, zu einem Affen, zu einem sterblichen, sollte dir geistlos nachäffenden Affen machen, den Tierchen. Du bist bloß ein dummer Affe. Und du äffst nach und ihr seid brave Menschen. Das Wort brave, wie in einem der vorher, da lacht jetzt dieses Pixelmännchen so weit, dass es total weg war. Brav sind geistlose Mitläufer. Es sind die Nazi-Mitläufer genauso wie die jetzt mit den Grünen mitlaufen, weil sie die Erde retten wollen. Und wenn du ein bisschen eins und eins zusammenzählen könntest in einer Art und Weise, das so unendlich geistlos ist und lügenhaft ist, dass sie genau das Gegenteil eigentlich machen mit dem, was sie wollen. Mir geht es jetzt nicht um Deutschland vernichten oder nicht. Das wird sowieso nicht überleben, weil Deutschland jetzt ein Gedanke ist. Wie lange existiert Deutschland? Existiere heißt heraustreten aus. Solange du an Deutschland denkst. Und die Vorstellung, die du bei Deutschland jetzt aufbaust, ob du das gut empfindest oder schlecht empfindest, das gilt für jeden Gedanken, den du denkst. Es wird für dich so sein, wie du dir das denkst. Also lange Rede, kurzer Sinn zu unserer Sandra. Das jetzt für dich nur eine Geschichte ist. Inwieweit brichst du noch das zweite Gebot? Inwieweit meinst du jetzt, dass dieser Mensch, den du jetzt denkst aufgrund dieser Worte, dass der da außen existiert hat oder noch existiert, im Sterben liegt oder schon gestorben ist oder schuld ist oder nicht schuld ist? Es sind doch alles nur deine Gedanken. Meinst du, dass diese Gedanken das mitkriegen? Das ist der Schlüssel. Das ist übrigens die christliche Botschaft von Jesus. Wenn man die wirklich richtig übersetzt, dann auch im Neuen Testament aus dem Griechischen. Es sind viele, viele Kleinigkeiten, die du hier sehen, was das Gute und das Schlechte, wenn hier die, auch jetzt hier, macht unser Dieter einige Sachen, Bibelverse mit der Schlechtigkeit, da musst du mal das griechische Original dir anschauen, da lernst du dann bei Pornio, da kommt die Pornografie her. Ein Darstellen, DR, wieder geöffnete Berechnungen. Wer bestimmt, was gut oder böse ist? Wie war das gerade mit dem Internet? Wenn du Internetseiten nicht haben willst, weil man dir redet von Demokratie und freier Meinungsäußerung, das Einzige, was passiert ist, wird verboten, 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 verboten. Du darfst alles sagen, bloß nichts gegen die heilige, angeblich heilige Demokratie, die eine vollkommene Verdummung der Menschen darstellt. Kinder an die Macht, gibt es auch schöne Lieder. Das ist ein Dollhaus. Das hast du zurzeit. Und jeder kommt sich immer vor, was sollte dir denn logisch erscheinen, wie die Logik, die du zum Denken benutzt? Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, in dem Selbstgespräch, sorry, wenn du mal deinen eigenen Glauben, wir waren immer noch bei GL, ich bin jetzt gerade weggegangen, dann machen wir gleich weiter. Wenn du deinen eigenen Glauben nicht mehr in Frage stellst, das, was du für wahr hältst, hast du aufgehört zum Leben, dann funktionierst du wie eine geistlose Maschine. Also wir haben hier unser Gall,
Und ich sage, es würde vollkommen reichen, wenn du nur das da unten, was mir das geistige Licht und ein Gehirn liegt, da waren wir stehen geblieben. Das ist dieses Vertrauen, das war eine Drehe. Da haben wir diese Generation, ist eine Eheexistenz und dieses Du haben wir gerade gehabt, ist eine Zweienzusammensetzung. Du bist dual, wirst zu einer Gedankenwelle. Und diese Gedankenwelle ist eigentlich, was in dir auftaucht, schau, das kleine Bild ist eine Ecke. Und diese Ecke geht jetzt in dir auf, decke die auf. Das ist, was wir immer als Hügel machen, ist eigentlich eine Ecke und dann haben wir unten nochmal eine Ecke und jetzt kriegst du dann hier schon zack, zack, unser Dreieck mit der Diagonale. Intern, extern und eltern. Und dann kommt, glaube ich, kommt AUB. Das ist schlichtweg und einfach die Schöpfung einer aufgespannten Polarität außerhalb. Das ist eine Gedankenwelle. Und das ist die Beschwörungskunst. Von toten Geistern. Kannst du das, was du glaubst, auch vor einem göttlichen Richter beschwören? Wann kannst du was beschwören, wenn du unter Eid stehst? Wenn du sagst, ich habe es jetzt normal gesprochen mit eigenen Augen gesehen. Ich habe das selber erlebt, ich war dabei. Dabei. Das heißt im Schöpfergott. Das kleine nehmen wir jetzt da ganz einfach dazu. Die freut sich bestimmt. Einfach zuhören. Das ist eigentlich jedes. Ramona, Entschuldigung. Ramona, du musst bitte dein Mikrofon ausmachen. Ramona, einfach das Mikro ausschalten. Das heißt, das ist also die Beschwörungskunst von toten Geistern und das sind jetzt auch die Zauberer, die Blauen. Schauen wir mal in den Zauber wieder dieses Beschwören. Der Geburtsgeber, AUB kann man natürlich auch rot lesen, dann hast du den in dem Schöpfer, ist in diesem Geist, ist in der Mitte, im Zentrum alles verbunden. Das ist El, das ist Gott, der Urknall, bevor er geknallt hat. Ein ganz simples, einfaches Prinzip, wo plötzlich alles vollkommen neu wird. Wissen, Glauben, Laub wiederum. Dieses blaue Licht, das du beschwörst, dass da oben eine Sonne ist, die die Erde am Leben erhält, das fällt ab. Sehr interessantes Wort, wenn du das Wort Laub dann im Hebräischen nochmal recherchierst, was das Wort Laub im Hebräischen ist. Hast du es im Kopf, Redo? Redo hat das Mikrofon aus. Dieses Wort hat für Materialisten, Materie, Mörder, nur eine trügerische Bedeutung, nämlich logisch für Wahrheiten. Logischer Glaube eines Menschen ist eine trügerische Quelle. Es ist nämlich persönlich geistlos logisch konstruierte Erlebnisse. Du konstruierst logisch mit der Logik, die du geistlos nachhast. Jetzt sage ich wieder, du bist ein Computer und du hast ein Programm und Daten. Aufgrund dieses Intellekts, dieses Programm, baust du in dir Vorstellungen auf. Zum Beispiel eine Erdkugel und dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Ich rede mit einem Geist. Geist wird niemals aus einem Affenweibchen herausgeboren. Ist das so schwer zu verstehen? Wenn ich natürlich eine Welt habe, wo Geist nur noch ein billiges Abfallprodukt, eine Randerscheidung eines materiellen Gehirns ist, in einer evolutionären Entwicklung, die sich angeblich über Jahrmillionen abgespielt hat, in wem spielt sich eigentlich jetzt diese Evolution ab? Exvolvere, revolvere. Im Hier und Jetzt, im Moment, jeder Gedanke denkst du jetzt und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Wie war das nochmal? Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Dieses Oxymoron, der Neger ist Regen. Aber machen wir doch mal weiter. Kann man wirklich sagen, es ist der Bereich des Satans, weil Satan heißt hindern. Man wird dann gehindert, weiterzukommen, wenn man so redet und das argumentiert. Ist auch, das sind alles so einseitige Auslegungen. Der schreibt sich ja so. Das ist erst einmal der Ankläger gesagt, das ist der Staatsanwalt, den Hiob lesen. Der Freund vom lieben Gott und von Gott, der Satan kriegt der Ankläger, der Staatsanwalt kriegt vom Staat selber, ich sage mal vom Chef, den Auftrag, prüfe den Hiob. Anklagen, befehlen, verfolgen. Der Staatsanwalt verfolgt die Verbrecher, die nicht an göttliche Gebote, die nicht diese göttlichen Gebote achten. Denen schicke ich den Staatsanwalt auf den Leib hinterher. Jetzt ist dieses Logisches, der Logos Gottes im Kopf des Schöpfergottes, Rei heißt Spiegel, in diesem Mittelpunkt ist ein bewusstes geistiges Sein. Das ist das Positive. Logische Spiegelungen sind nur Existenzen, die sind vergänglich wie die Welt. Aber sie treten immer gleichzeitig auf.
Sie können nie nacheinander kommen. Das ist jetzt unsere drehende Zeitachse. Vorher, nachher gibt es nicht. Was ist es immer jetzt? Es gibt keine Vergangenheit. Einseitige Aussage, es gibt keine Vergangenheit. Selbstverständlich gibt es eine Vergangenheit. Wann es die gibt, hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du sie dir denkst. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass das, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, entsteht durch dein Denken hier und jetzt in deinem Kopf als Information. Und was du dir jetzt in die Zukunft hochrechnest, entsteht hier und jetzt durch dein Denken als Information in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass das, was du dir in die Vergangenheit denkst, schon da war, bevor du es gedacht hast. Und das angeblich in der Zukunft einmal sein wird. Und ich sagte, das kann hier und jetzt so sein, wie du dir das jetzt hochrechnest. Aber wenn es ist, dann ist es jetzt. Das ist dieses durch Glauben, kannst du all deine Gedanken auch in dir realisieren. Und realisieren heißt eigentlich nur, zu einer sinnlich wahrgenommenen Information machen. Das ist meine Sache mit dem Alphatom. Du kannst jetzt den Alphatom denken, dann ist er nur ein feinstofflicher Gedanke. Du kannst ihn auf deine VR-Brille holen. Aber dein Programm schreibt dir vor, dass du viele Bilder austauschen musst, bis dann diese Alphatom auftaucht. Aber solange du glaubst, dass etwas, was du jetzt denkst, auch unabhängig von dir da außen existiert, in einer mesokosmischen, sprich sinnlich wahrgenommenen Form, kannst du das auch realisieren. Tierfarmen, wo Tiere gequält werden, Grieche, kranke Menschen, leidende Menschen, Hospiz, alles kannst du erschaffen und dann beweist du dir selber, dass das ja stimmt, was du glaubst. Ich sage, du beweist dir nur, dass du in der Lage bist, einen Gedanken zu realisieren, als sinnlich, zu einer sinnlich wahrgenommenen Information zu machen. Es ist aber trotzdem bloß eine Information von dir und auch all dieses sinnlich wahrgenommene ist nur dann, wenn du es denkst, sprich, wenn du es jetzt anschaust. Ich sage jetzt zum Beispiel einfach wieder Schnipp. Und jetzt denk an die Tür in dem Zimmer, in dem du dich jetzt eventuell befindest. Z im Meer. Schau zur Tür hin, dreh deinen Kopf, den du dir jetzt ausdenkst und dann taucht auf deiner Verabredung eine Tür auf. Die große Frage ist, wo war die jetzt die ganze Zeit? Sie war als Seinsmöglichkeit in dir drin und du hast jetzt nur diese Worte umgesetzt und realisierst. Und alles, was du glaubst, das nicht da außen ist, oder nicht mehr da außen, das kannst du auch nicht realisieren. Das macht aber dein Glaube. Du kannst sogar die Naturgesetze in deiner Traumwelt wie in einem Videospiel, du musst bloß das Programm verändern. Da bin ich oft drauf eingegangen. Und eine Partei, im Portugiesischen heißt es Partido, und das ist geteilt, Part, das ist ein Teil. Und man teilt immer weiter auf. Das ist die Tasse. Die einen sagen, der Henkel ist rechts, die anderen sagen, der Henkel ist rechts. Rechts ist richtig, links ist richtig. Bei Holophilien geht es nicht um richtig und verkehrt. Die Richtung und die Kehrseite ist austauschbar. Das ist das Wesen des Teufels, ist es immer noch mehr Zersplittung zu machen. Also noch mehr zu zersplittern. Und das Göttliche heißt... Das ist aber nur, wenn man blau liest. Rot liest ist das was sehr Positives. Dasselbe gilt auch für Dämonen. Die Damen. Ich verbinde die Splitter zu einer Einheit. Und genau das wird mit der Differenz ausgedrückt und das ist die 253. Ich schau mal, da ist dasselbe, die Worte, die Kleinigkeiten. Hier alles jüdisch-weinrebmäßig gut gemacht, aber extrem fehlerhaft in Bezug auf das Ganze. Und über eine Besonderheit, der wir Menschen unterliegen. Und diese Besonderheit drückt sich im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose durch einen Grammatikfehler aus, durch einen vermeintlichen Fehler, wenn man es ganz streng nach Regeln lesen würde. Aber die inspirierte Schrift blieb Gott sei Dank erhalten. Und so können wir etwas finden, was sonst nicht mehr möglich wäre, was auch in der Übersetzung übrigens nicht mehr möglich ist. Gehen wir mal hier oben an den Anfang, also hier das erste Wort. Wir kennen die Verse alle im Deutschen wahrscheinlich. Ich lese es einmal kurz auf Hebräisch vor. Vayitzer Hashem Elohim et Ha-Adam Afar Min Ha-Adama. Das ist jetzt schon die erste Programmierung, absolute Programmierung. Vayitzer, ich sage immer Yotzer, das ist der Former. Und jetzt kommt hier
das HWH, das spricht jetzt schon wieder typisch jüdisch programmiert Hashem aus. Wahrscheinlich, ich lese es einmal kurz auf Hebräisch vor, Vayitzer Hashem. Da steht nicht Hashem, Hashem ist einfach der Name, weil er ist jetzt im Jüdischen, man spricht es ja nicht aus, das darf man ja nicht aussprechen. Das ist einfach Programmlogik, es programmiert die anderen auch. Wieso darf man das nicht aussprechen? Ich sage immer HWH, das ist Buchstaben J, HWH. Elohim et Ha-Adam Afar min Ha-Adama. Also ganz grob, und es formt, es bildet Gott der Herr den Menschen Staub vom Erdboden. Und ich weiß jetzt, wenn man sich mit den Zeichen nicht beschäftigt, wenn man die zum Lernen anfängt, die sehen am Anfang alle gleich aus. Noch krasser ist, wenn du Arabisch lernen willst. Diese, ich sage immer, wie Hühnerspuren im Schnee. Da musst du dir keine Gedanken machen, dass ich jetzt ganz klar betone, bei Holophilien geht es zuerst einmal in keinster Weise um das intellektuelle Wissen. Ich erkläre dir, du bist ein träumender Geist, du musst begreifen, was du bist ein absolut nicht denkbares Nichts, der Geist, den ich das jetzt erzähle, der mich jetzt sprechen hört, der mich ausdenkt als Udo Böttcher. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, das wiederhole ich tausendmal, dann baust du in dir eine Information auf, dann kriegst du das Körpergefühl und dann ist plötzlich der Brösel, der Affe da, an den du jetzt eben denkst. Du baust in dem Moment diese Information auf. Der Witz ist, sobald du da nicht mehr dran denkst, löst der Körper sich wieder auf. Und dann denkst du halt an was anderes. Und der, der diesen ständigen Wechsel von Informationen erlebt, ich sage jetzt, dieser unbewusst träumende Geist, kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Und er ist als Ding an sich nicht der geringsten Veränderung unterworfen, weil er nichts ist. Er ist etwas nicht Denkbares. Verändern kann sich nur die Wellen, aber nicht das, was immer ist. Du bist ein ewiger Geist. Ich erkläre dir jetzt, dass du unsterblich bist. Und das ist das Einzige, was mich zurzeit interessiert, um dich wach zu machen. Nicht, dass du das weißt, was ich dir erkläre, das lasse ich nebenher laufen. Ich sage immer zwei Seiten. Zuerst einmal erkläre ich dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Ganz leicht in einer extrem vereinfachten Form, Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, was auch übrigens dieser Dieter sehr schön sagt, das ist eigentlich in einem Punkt, du kommst an einen Punkt, wo du merkst, es macht keinen Sinn, das anderen zu erklären. Bei Holophilien drücke ich das krasser aus, du kannst einem Menschen, den du dir ausdenkst, gar nichts erklären, weil das jetzt definitiv nur eine Information, ein Gedanke von dir ist. Mein Standardbeispiel mit den zwei Händen. Ich habe jetzt zwei Hände erschaffen auf dem Monitor, die du dir ausdenkst. Ich lasse dir jetzt zwei Hände auf dem Monitor ausdenken, wenn du das kleine Bild da unten anschaust. Und ich bin derjenige, der die Hände auf und zu macht. Genau genommen ist es, du erlebst es. Wer ist jetzt dieses Ich, der das behauptet? Das Pixelmännchen hat es einen Einfluss drauf, dass das auf den Pixeln jetzt diese Arrangement sich verändert. Du musst nur schauen, was jetzt ist. Und warum das ist. Es ist zuerst einmal, weil du es träumst, weil du dir es ausdenkst. Das gilt auch für all die Sachen, die auf der Verabredung sind. Jetzt dreh den Kopf und schau aus dem Fenster. Schau aus dem Fenster. Mach das. Schau aus dem Fenster. Und was siehst du jetzt? Irgendetwas auf der Verabredung. Wo war das jetzt die ganze Zeit? Ich weiß dir sagen, es war in dir drin, in dieser Einheit. Es ist alles, was prinzipiell in dir auftauchen kann, ist in dir drin. Was aber letzten Endes in dir auftaucht, ist das, was du dir selber ausdenkst und das wiederum steht und fällt mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Von dem Erdboden. Und unten drunter, es geht also um die Formung des Menschen in dem ersten Teil. Hier wird der Ha-Adam gemacht. Das ist das. Das ist der Mensch. Dieser Ha-Adam ist der Rode. Das Rode ist, das heißt auch das Rode. Ich kann jetzt auch lesen, das Rode. Und da unten, wenn jetzt Tiere gemacht, Chit, das nennt man auch Chit. Das ist wie bei unserem Ben und Bin. Und um die Formung des Tieres im zweiten Teil, nämlich hier Mayitzer Hashem Elohim min ha-Adama kol Chayat. Chayat sind die Lebewesen. Ich nenne es ganz einfach Chit, weil da steht Chet, ein Chet, ein I und ein D, ich nenne es Chit. Das ist dieses ganze verkopfte Aussprechen, man kommt sich dann gut vor, weil man meistens, man kann es aussprechen. Hasadeh des Feldes. Das ist der Satan, Scheitern. Und hier unten wird et kol off. Und alle Vögel übersetzt man dort, aber dann müsste hier die Mehrzahl stehen. Off ist aber Einzahl.
Ha-Shamayim, des Himmels. Und bei diesem Off sehen wir gleich eine Verbindung. Mal anzeichnen, also hier dieses, warum ist er? Dieses Wort hat eine direkte Verbindung zu dem Wort hier oben, Afar. Afar, das ist Ayin Peresh und das ist Ayin Waf P. Das sind natürlich viele, viele Sachen, diese Grundradix, wenn wir uns das anschauen. Ich meine, den Zweier lesen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, was hier, wenn du den Staub hier aus dem Staub des Erdbodens, da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Das ist Asche, Dreck. Sehr interessant, wenn das ist übrigens nicht korrekt. Die Asche hier ist eigentlich gar nicht da unten, ist das Richtige. Wir können die 1 und die 70 immer austauschen. Schauen wir uns das einmal vorne hier mit dem hier an. Halt. So rum. Das ist die Asche. Die Asche, und jetzt, wenn ich das wiederum hebraisiere, schau mal, was jetzt passiert. Arshin He. Jetzt landest du bei der Frau. Mhm. Das ist die Ehefrau, das ist das Weib. Das B kann man ein scharfes S machen, das ist dieses Ich weiß, ein Hurenweib. Die ist verantwortlich für die ganzen Missverständnisse in dir. Ich mache jetzt was negativ, das kannst du auch positiv machen. Immer dran denken, du musst, ich kann immer nur eine Seite. Wir können jetzt von hell reden oder von dunkel reden. Wir können von oben oder von unten reden. In der Mitte fällt immer eine, wenn du in der Mitte bist, muss ich eine Seite weglassen, dass ich die andere Seite erlebe. Und das heißt also letztendlich, dass aus dem Staub, aus der Frau, was herausspringt, und das ist dein erwecktes Wissen, das ist die Erde. Und das Ganze, Augen sind polare Ecken. Bin.de, das Bin habe ich heute schon gehabt. Der Ben. Das wird Ben ausgesprochen, BN, in einer Existenz. Nochmal, der Ben ist der Sohn. Sind wir vorher darauf eingegangen. Das ist der Sohn, der muss es verstehen. Eine Eheexistenz, der Sohn ist nämlich sicher, der ist männlich und weiblich. Er ist Denker und Ausgedachtes im einen. Interessant nochmal, ein Denker, dem wir uns ausdenken und das Ausgedachte, hat einen Ursprung, das ist dieser, der eigentliche Geist. Der denkt sich jetzt selber als einen träumenden Geist und sobald du dich als einen träumenden Geist denkst, bist du einer, der eine selbst ausgedachte Traumwelt erlebt. Das ist die Frau. Frau, mein Fragebogen. Da haben wir dieses FR. Seid fruchtbar und mehrt euch. Ich habe jetzt das U hin, weil ich das A weggelassen habe, absichtlich. Wenn ich das Frau nämlich jetzt das A mache, dann kriegst du das Wilde. Aber interessant, Ilet heißt der Kind. Das heißt, ein doppelt aufgespanntes Kind und das ist E-Quadrat. Das ist der vom Bücherregal und der zum Lesen anfängt. Das Wort Wild kriegt plötzlich eine vollkommen andere Bedeutung. Wenn ich jetzt W Ilet reinmache, ich weiß nicht, ob er es anzeigt, bis der heißen und das Kind. Und jetzt kommt, er wird es erzeugen, gebären. Und der Sohn, der Gnabe, der Geborene, der Geber. Der Geber ist wieder der Geburtsgeber, der Gabriel. Das ist der eigentliche Geist. Der fängt an, etwas zu erzeugen. Und du erzeugst das, wenn du der Zeuge von etwas bist, weil du was anschaust. Du erzeugst das, was du jetzt als Zeuge beobachtest, wenn du kein Meinheit schwörst. Lass das auf dich wirken. Du eine Ergänzung, denn der Totalwert, die 50, es wird in die Existenz dann gehoben damit. Genau so ist es. Mhm. Das ist die affine 18, das affine Ich. Die 100 ist die Affinität. Das heißt, du bist der Erzeuger von allem, was du jetzt anschaust, das du bezeugen kannst. Und alles, was du vom Hören sagen kannst, ist Hirnwichserei. Das sind reine Vorstellungen, das sind Märchengeschichten mit einem tiefen symbolischen Sinn. Wir können das auch dieses Creatio ex nihilo, wo ich immer wieder darauf hinweise, dieses Creatio. Das erschien Affen, das Erzeugen, die Erwählung, eine Wahl. Das Licht ist eigentlich eine Existenz, wenn du das ausdenkst, das ist der Wahn. Creatio ex nihilo heißt eigentlich eine Auswahl aus unendlich vielen Möglichkeiten, die du dir jetzt ausdenkst.
von Lichtquellen oder sonst was. Interessant ist, du hast immer eine Creatio. Im Englischen ist es ein Creator und eine Kreatur Re. Du bist der Creator von allen Kreaturen, die Re-N in der Entstehung wieder zu dir zurückkommen, weil du dir nur was ausdenken musst, das was vor dir was vorstellen musst, dass du wieder mit nächsten Gedanken zurückholst, um das nächste vor dich hinzustellen. Das ist einfach, du baust eine Welle auf und der nächste Gedanke, das sind Gedanken, wenn es sind Vorstellungen. Stimmt oder stimmt? Ja. So einfach ist es. Und halt dieses Aber, wir wollen jetzt ganz kurz, das heißt also hier, gehen wir ganz kurz nochmal zurück, das Bin, ich war jetzt die Maske, die Augenbinde, dass das übrigens, das Bin wird auch Ben ausgesprochen. Das I ist eigentlich das E-Quadrat. Das heißt, du fängst jetzt an, was zu interpolieren. Poal, habe ich ja schon gesagt, bin ich darauf eingegangen, ist es du, machen, handeln. Das sind die Farbformen, die Zeitwörter im Hebräischen. Das Ganze ist dann inner, die spitzt sich innerhalb ab. Im Zentrum. Leb heißt ja auch das innerste Herz. HRS. Zentvision. B fehlt, zwei fehlen, oder erweckte Generation. Und das ist dann dein Traum, ist ein Zwischenraum. Raum. Ischen heißt übrigens etwas schlafen und vor sich hin träumen. Isch ist die Gestaltwährung, es beginnt was, das Dasein, eine Existenz, ein Vorhandensein, es taucht etwas, es existiert etwas. Und das ist ihr in Bezug auf Ischen, ist ein Entschlafen. Hochinteressant, die Vorsilbe entkehrt das nachfolgende Wort ins Gegenteil. Ein Entschlafender wird eigentlich wach. Die Frage ist, wirst du bewusst wach oder meinst du jetzt wach zu sein, obwohl du schläfst? Das sind dann die Entschlafenen. Das Schlafen. Und das Ganze macht dann hier ein Zwischen, wird hier erklärt, ist ein bewusster Geist, besteht nämlich, Nähm heißt Schlaf und etwas vor sich hinträumen, die Radix MN, das ist dieses Nim, nämlich NM, leicht schlafen, träumen, das sind die hebräischen Wörter, du kommst aus dem Kontext niemals raus. Also die Ein und die P sind bei beiden. Ja, und Fahr, Entschuldigung, ein Augenblick, Fahr ist es Stier. Das ist ein raumzeitliches Tier, wenn du das blau machst, das ist der unbewusste Mensch. Das ist ein raumzeitliches Tier. Das ist wiederum Mensch als Affe, Kopf, affin aufgespanntes Wissen. Schöpfung von zwei Facetten. Das ist der Affe. Kann man natürlich dann auch wieder rot machen. Das ist immer das Spiel der zwei Seiten. Das heißt, den ist ja Kup, der Affe UB. Da der Affe UB. Das ist immer das Spiel. Der wirkliche Mensch, die rote Hunde, das Gotteskind, ist verbunden mit der Weisheit in sich selber. Es ist die absolute Weisheit. Jetzt gehen wir in die Physik. Das ist das sogenannte weiße Licht, das aus allen Frequenzen gleichzeitig besteht. Und blau gelesen ist jetzt das nur eine Affinität, ein gespiegelt erscheinender Adam, Geist und affine Erscheinung. Affine Erscheinung ist die Welt der Gedankenwelt. Das ist dann ein Primat. Pri heißt auf Hebräisch die Frucht. Und MD als Gestalt gewordene Erscheinung heißt Tod. Das ist ein Enosch. Eine Frucht, eine Todgeburt. Du wirst erst dann zu einem lebendigen Adam, wenn du anfängst, nach einem AI, nach einem Schöpfergott, nach einem Ei zu suchen. Darum sage ich, alle Menschen, die du dir jetzt auf deine Erdkugel denkst, sind wie göttliche Samenfädchen. Und in dem Moment, wo sie sich mit der Erde, mit ihrem selbsterweckten Wissen verbinden, ich bin eins mit all meinen, der immer ist, weiß, ich bin eins mit all den Wellen, die ich in mir aufschmeiße. Mit Gaia, GI, mit dem Geist Gottes. Gaia ist die Erde. Das ist das rot gelesene Erde. Das ist hier immer diese kleine Ding, stimmt für alles. Du holst es in eine ganz, ganz einfache Erkenntnis herunter. Das kannst du sofort machen. Du hast jetzt hier das Off zum Beispiel. Das ist hier das Flügel, habe ich gesagt, die Flügel, alles, was fliegt. Koll ist alles. Wie das Licht. Wie das Licht, ganz einfache Form. Wörtern da, und das hat damit zu tun, weil der Staub per Definition etwas ist, das fliegt. Das Staub, ist raumzeitliche Erscheinung, AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist der Staub. Bist du taub, verstehst du kein Deutsch?
also so feinst zermahlen, dass es fliegen kann. Das ist fliegende Materie und der Vogel ist eben auch etwas, das fliegt. Aber der Staub fliegt eben nur und dann ist es ja auch nur Staub, wenn es ungebunden ist, wenn es trocken ist. Und Min Ha-Adama bedeutet dann eben aus dem Erdboden und Adama entspricht eben dem feuchten Erdboden. Da liegen weitläufige Verbindungen drin. Das Dama heißt das Gleiche. Darum geht es mir aber nicht. Es geht mir nur um diese beiden Wörter in erster Linie. Vayitzar für die Formung des Menschen und Vayitzar, das ist die Formung des Tieres. Und wir sehen hier, dass wir hier eine zweite Jod haben. Also ich mache es mal oben und drüber. Hier ist eine Jod, die da eigentlich nicht hingehört. Da kommt jetzt eine schöne Erklärung, wobei die in einem gewissen Maß aber wieder extrem fehlerhaft ist. Und ich betone, fehlerhaft heißt nicht, es fällt was zur Vollkommenheit. Das ist eben immer wieder, wenn ich nur auf Weinrieb zurückgreife und nicht auch in die Physik gehe, das ist dieses Jodzer, so spreche ich jetzt das auch, JZR, ZR ist ja die Geburt einer Berechnung, hast einfach zuerst einmal zu Form werden. Und das ist eigentlich der Former. Und das ist der Mensch. Der Mensch wird zum Former für das, was er sich jetzt ausdenkt, für diese Stiere. Das ist, er ist eigentlich, wenn man immer mischen, rot, blau heißt, es ist die, blau ist es der Augenblick vom Wissen, das berechnet wird. Die Quelle ist die Weisheit im Kopf. Das ist nur rot-blau, wenn du das liest. Und dann macht es sehr, du kannst es natürlich mischen, dann kannst du sagen, hier, die Quelle ist das Wissen, was berechnet wird, dann kommst du in eine Einseitigkeit. Und genauso ist die Geburt an der Berechnung, ist ein zu Form werden und es wird dann auch zu einem Fest zu Form, dann nennt man das auch einen Felsen. Aber dieses ganze Spiel hat eine unendliche Vielfalt, wo ich sage, du kannst aus jedem Wort ohne weiteres ein 400-Seiten-Buch machen. Das ist jetzt gar nicht das Entscheidende. Und trotzdem geht es dann darum, dass der Mensch sich zurücksehnt und jeder Mensch macht das von Natur aus. Alles andere wäre ein wenig seltsam, müsste schon ziemlich viel absterben, dass er das nicht mehr macht. Aber dann würde er auch nicht mehr leben, weil Leben ist dadurch definiert, auch mit diesen zwei Jod, wie wir später sehen werden. Also die Etymologie dieses Wortes ist zunächst mal gestalten. Ich spreche von Yazar, Yetzer, Yotzer. Yotzer ist auch der Töpfer. Zwingen, also etwas in eine Form. Da steckt übrigens das Opfer wieder mit drin. Der Schöpfer ist der Töpfer, aus Lehm gemacht. Aus Staub, aus Lehm, aus Ton, Ton, meine Tonis. Das wird alles erst, wenn du ein Wort, ein statisches, optisches Wort aussprichst, ausdrückst, aus dir herausdrückst, wer entsteht dann? Die Eva. Die Eva ist die weibliche Hilfe, die Dschabba, habe ich da gerade gesagt. Dieses Wort hast ausdrücken, aussagen. Und ein Erlebnis haben. Du kannst nur das erleben, was du jetzt denkst, was passiert, wenn du über was nachgrübelst. Du sprichst Worte in deinem Kopf. Du Geist sprichst in dir selber Worte. Das ist einmal, ist es im Hintergrund des Programms, das sind die Worte, die du jetzt vor dir hast. Die sind vollkommen lautlos. Das ist ja der Teil, da sind auch alle Worte gleichzeitig da und du machst jetzt Geräusche, die auftauchen. Und dann erlebst du das. Natürlich, zuerst einmal sind nur die Geräusche da. Aber jetzt hast du feststellen, dass du mit jedem dieser Worte, mit dieser Geräusche, kannst du zusätzlich noch Vorstellungen aufbauen. Und was denkst du bei dem Wort Haus? Das Wort Haus alleine ist doch noch kein Bild. Im Hebräischen heißt es Bet. Bet ausgesprochen. Und schau mit dem Symbolsystem, wenn ich weiß, dass das in mir heißt, Bi, in mir ist eine Erscheinung. Inmitten verbunden von Gott ist immer absolut alles Dasein. Bewusstsein ist der Schöpfergott. Und außerhalb ist ein Intellekt, tritt eine intellektuelle Erscheinung, eine Gedankenwelle, eine Polarität. Interessant, Pol, das hebräische Wort ist tun, machen, handeln, eines Ari, du bist ein Arier. Und der tut etwas. Das sind zwei Spiegel und dazwischen haben wir die Schöpfung mit den zwei Erscheinungen und das ist eine Gedankenwelle. Das ist die Polarität. Das in mir ist eine Erscheinung. Ich kann jetzt das rot lesen. In mir ist eine intellektuelle Erscheinung. Wir können das griechisch lesen, dann heißt Bi 2. Bisexuell. Dann sind da Bi sind zwei Erscheinungen. Zwei Erscheinungen, richtig, immer Wellenberg und Wellendal, hell, dunkel gleichzeitig. Dieses Bi ist auch hier im.
El-Ha'im ist das Meer. Im Meer passiert das Ganze und das ist das Innere. Passt doch. Passt immer alles. Es ist perfekt. Wieso maust du dir anständig was anderes haben zu wollen, wie es ist? Weil du vollkommen fehlerhaft denkst. Das ist die große Problematik dabei. Bringen per, ja, man mit einer Forcierung beunruhigen, wenn sich bei uns im Leben etwas ändert, wenn wir in eine andere Form kommen, es formiert sich etwas neu. Das ist auch eine Ausbildung, heißt im Portugiesischen zum Beispiel Formação. Das sind lauter, der Kamezilla macht ganz, ganz tolle Sache. Was hier nicht ganz stimmt, ist das, was er hier schreibt mit dem Trieb. Den Geburtskanal auch. Da muss ich ganz laut Vedo schreiben. Jetzt heißt das in der Überlieferung, für diese beiden Jod, das sind die beiden Neigungen im Menschen. Man übersetzt das Hatov, also der gute Trieb. Aber Trieb, das muss ich hier rot anmarkieren, das stimmt nicht. Die Übersetzung Trieb, denn es ist eher die Seite, der Aspekt und die Neigung. Und Trieb, das kommt aus der Verhaltensforschung der Tiere. Treiben oder beziehungsweise Überlebenstrieb, Selbsterhaltungstrieb, Geschlechtstrieb, das ist damit in erster Linie nicht gemeint. Das wäre auch im Hebräischen ein anderes Wort. Auch wenn die heutigen modernen Wörterbücher, und das sind durchaus auch Wörterbücher, die 200, 300 Jahre alt sind, sagen, das heißt Trieb, dann ist es trotzdem ursprünglich nicht der Trieb. Hat er gehört, hat er gelesen. Ach, war nur dort gestanden, habe ich sogar offen gehabt. Dieses 3, die 2, ist EB. Das ist ein doppelt aufgespanntes, hochgehobenes Joch. Das ist die Wolke. Und da wird sehr interessant, weil dieses E auch ein Balken ist. Schau mal, Bial heißt im Gott, im Nichts ist Ken. Ken ist das Fundament. Wir wissen das mittlerweile tausendfach. F unter Mendior, das heißt etwas überliegen. Es treibt, es wird etwas aus dir herausgetrieben. Das ist der Trieb. Und das ist die Geburt einer Berechnung. Also stimmt es vollkommen. Es ist sehr aspekulum, heißt Speck. Ist immer SB ist die Schwelle. Und KFD ist eine Gruppierung, ist eine, immer ein zusammengehöriges. Aspekulum, Speck, immer dran denken beim Spektrum. Du hast immer die Spekulationen, das sind Spiegelungen. Du brauchst immer die zwei Seiten und jetzt ist es, wenn du in einem Tetraederkristall dich befindest, dieses Christuskreuz, hast du unendlich viele Spiegelungen und du fokussierst dich immer nur auf eine winzige kleine Facette. Und diese Erklärung hier, man müsste so viel dazu erklären, das sind ganz wundervolle Erklärungen, aber extrem fehlerhaft. Wenn du hier Zahlenwerte zum Beispiel siehst, warte mal schnell, geh mal ganz kurz, wo jetzt das Gimmel macht mit Zahlen. Hier, das ist klassische Kabbala, du kannst es nachlesen, musst dich bloß ein bisschen verstreuen, was ich immer ganz toll finde. Jetzt hin, weil da wenn geometrisch schau. Das ist jetzt einmal das erste. Stellen, dass die 16 Quadrat nun eine Hülle bildet. Sie bildet eine Hülle, ein Außen wie das Tier. Und zwar geht es hier, jetzt hast du mal mit den zwei Js. Das ist das klassische Spiel, ich zeige das nochmal hier, dass diese zwei Js mit dem Waff dazwischen kriegen wir die 26. Das ist JHWH. Ja. Die 26 als Zahl. Man sagt immer, die Waffe wird quergestellt, du hast ein J und ein gespiegeltes J. 26, ich gehe dann noch einen Schritt weiter, wenn wir das Wort Jahwe nehmen, hochinteressant, pass auf, du hast hier, wenn wir das jetzt in einer Transversalen aufbauen, du hast den Zahlenwert 26. Dieses Jahwe besteht aus 4 Zeichen. Die zählen wir dazu, kriegst du 30. Jetzt gehen wir noch eine Stufe höher in der Kollektion und das ist ein Wort. Und dann kriegst du die 31. Das heißt, 26 ist der Zahlenwert, aufbauend auf 4 Zeichen und die 4 Zeichen ergeben ein Wort und das, wenn du zusammensetzt, kriegst du 31 und 31 ist das hebräische Wort für Gott und für nichts. Und genauso hast du hier jetzt das Waffen mit der 26 in dem Zeichen schon mit in dem Aleph, in dem ersten mit drin. Dasselbe macht jetzt mit den einen Waff da unten,
ich mache jetzt einmal, ich rede so in der bröseligen Form, dann wirst du feststellen, das ist, das Waff ist eigentlich hinten mit einem J unten dran, wird so ein Gimmel, so kommt er zur 16. Das sind uralte Sachen, findest du in so vielen jüdischen Kabbala-Büchern, und wenn man die 26 und die 16, da hast du jetzt fast den goldenen Schnitt, ganz berühmt. Und jetzt machen wir hier, das ist jetzt Primzahlenfaktorenzerlegung, und jetzt wird es interessant. Dann eben auch das Miteinander verschmelzen, ich mach das in Hause hat. Ich mache das in einer Kurzform. 16 Quadrat plus 26 Quadrat, das ist immer die Erfüllung, sagt er, das im Quadrat. Interessant, ich betone, jede Zahl im Quadrat ist auch gespiegelt eine Wurzel. Das heißt, 16 Quadrat ergibt jetzt einen gewissen Wert, und du wirst feststellen, der Wert ist plus 16 minus 16. 26 im Quadrat gibt einen gewissen Wert, und das ist plus minus 26. Und dann haben wir hier, das ist Pythagoras. Und da hast du jetzt das Licht des Sohns. Du kannst es nämlich so hinschreiben, normalerweise ist ja das, diese zwei Quadraten in der Diagonalen, denk einfach an das Bild vom Pythagoras, und jetzt passt die 16, kann man genau da außen rumlegen, und dann stellst du fest, dass hier diese 16 genau im Zentrum, kannst du genau auffinden, das heißt, das Licht des Sohns ist außen eingehüllt hier von dem Gimmel. Was ich ja immer sage, dass das ausgeschriebene Wort Gimmel eigentlich die Einstein-Form ist. E ist m mal c Quadrat, wenn man die klassische Urform nimmt. Und wenn du das als Zahlenwerte nimmst, hast du der Baum des Wissens von Gut und Böse, der sich in der Mitte übrigens befindet, wenn wir das im Original anschauen. Das ist nämlich hier dieses B-Dorf in der Mitte. Da heißt es hier, lieblich anzusehen, gut zu speisen und der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Beide sind in der Mitte. Und dieses Hagan, da steht immer nur dieses Garn, die Baumgarten, der Park, das ist eigentlich hier eine Gehirnexistenz oder Geistsein. Rot gelesen ist es der Geist, der ist reines Sein, das Endnun, oder eine Gehirnexistenz. Das sind immer die zwei Seiten. Und das ist aus Holz und das ist Etz. Eine augenblickliche Geburt, eine aufgespannte augenblickliche Geburt. Und du wirst jetzt feststellen, das ist das Wissen. Das Wissen verstehen, das Wissen hat dort. Wobei eigentlich hochinteressant, wenn wir jetzt die zwei Seiten machen, hast du HD, eine wahrgenommene Öffnung, was übrigens, ja, du hast jetzt HD-Fernseher, und dieses HD alleine, die wahrgenommene Öffnung, blau gelesen, ist das Echo, das Widerhall von außen. Und dieses Echo sind augenblickliche Erscheinungen und das sind die Zeitpunkte. Bild sind die Spiegelungen. Das sind diese Zeitpunkte. Und das sind gespiegelt aufgespannte Polaritäten, aufgespannte Berechnungen, die du anschaust. Das ist eigentlich hier, dieses Still, da steht so viel zwischen den Zahlen, wenn man das liest. Und dasselbe macht er jetzt mit dem Gimmel. Wenn du das hier umbaust, kleinen Moment, wir gehen da mal rein. Sie sind exakt in der Mitte. Wenn zwei exakt in der Mitte sind, was bedeutet das? Die sind beide exakt in der Mitte, sagt er noch. Da steht er. B. Doc ist hier. Diese augenblickliche Geburt, das Wissen von einer gespiegelt aufgespannten Polarität, ist immer eine aufgespannte, berechnete Augenblick. Das, wenn ich jetzt das Blau lese, hast du einen absoluten Klartext. Mach dir das bewusst. Ich lese mal nur Blau. Eine augenblickliche Geburt ist die Wahrnehmung an der geöffneten augenblicklichen Erscheinung. Das ist eine gespiegelt aufgespannte Polarität und das wiederum ist eine aufgespannt, berechnete Augenblick. Das ist die Welt einer Gedankenwelt. Das ist das eigentliche Zauberwelt. Du kannst natürlich jetzt das rot machen, du kannst dich sicher noch in sich selber drehen und es wird so perfekt, dass du überhaupt kein Bedürfnis hast, irgendetwas, was in dir auftaucht, anders haben zu wollen, wie es jetzt da ist. Also hier gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann finden wir, wenn wir beides halbieren, die 16 halbieren wir, dann müssen wir aber auch die 26 halbieren, finden wir den Bezug von 8 Quadrat zu 13 Quadrat. Ist ungefähr gerundet 15,26.
Was dich jetzt anschreit, wenn du das siehst. 8 ist eine Kollektion im Quadrat. Das heißt, da ist oben eine Kollektion und unten eine Kollektion. Plus 8, minus 8. 13, wissen wir, ist die Liebe, die Einheit, die Heilung. 2 mal 13 ist definitiv HWH. 26. JHWH. Und diese 26, JH, ist Gott, ist Jahwe. Und wenn du jetzt die Einheit, diese 26, in die Mitte stellst, hast du außenrum deine Kollektionen. 6 Quadrat. Damit haben wir die Zahl vom Baum des Lebens, 233. Die 8 aber... Das Spiel kannst du unendlich fortführen. Wie gesagt, du kannst im Internet, wenn du mal die deutschen Seiten weglässt, tausende von Seiten machen. Ich sage in Israel, wenn du gehst an Universitäten, da laufen Computer ohne Ende... Die Selbstähnlichkeiten, die große Zahl, da gibt es so viele Systeme, darum geht es überhaupt nicht. Das sind alles Gedanken bei Holofeeling. Vergiss diese Vielwisserei, diese Hirnwichserei. Reduziert es auf einen gemeinsamen Parameter. Was ist das verbindende Parameter für prinzipiell alles, was auftauchen kann? Du. Du, der Geist, der immer ist. El Hayom, Gott, das Meer selbst. Es gibt nichts, keine Welle, keine Spritzer, keine Wolken, wenn es dieses Meer nicht geben würde. Das ist eine ganz grobe Symbolik. Ist jetzt auch wieder außen. 8 hat aber, wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, mit die Berechnung 233, die Berechnung einer Welle. Du kannst es individuell nur mit den Rot-Blau lesen. Wenn ich das Spiel mal habe, ich kann das 233 lesen. Das ist alles zulässig. Ist der aufsteigende Dunst. Wir sehen, es hat mit der Jod zu tun. Das ist der Anfang von Adam. Ad. Aus 1 waren 4. Dieser eine im Zentrum, den wir auch die Quintessenz nennen können, sind die 4 Phasen im Einheitskreis, die jetzt hier zuerst einmal geöffnet werden. Diese 4 Phasen. Das ist immer wieder durchsagt. Du musst zuerst einmal wissen, dass das eine, schau das Bild an, ohne, es gibt keinen Berg ohne ein Tal, das ist 2, aber die 2, sobald ich mir die 2 oben denke, habe ich schon plus, 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 minus und minus, 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 plus. Interessant ist, dass minus mal minus und diese Ecke eigentlich plus ist. Das ist nur die Spiegelung von plus, plus. Und jetzt hast du aus diesem Ja, aus Gott, wird oben das Licht und aus Jahwe wird der Sohn. Ich erkläre das jetzt nur anders. Das vom Assi, sage ich in meinen Upanishaden, das bist du. Du, der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Aber du bist ein träumender Geist. Weißt du eigentlich, was du denkst? Konntest du dir das jetzt alles raussuchen, was du träumst? Verhältnis. Was meinst du, was los ist, wenn du dir das raussuchen kannst, so wie ich mir das raussuche? Die beiden Bäume hat mit einem aufsteigenden und mit einem niedersteigenden Tropfen zu tun. Aber es muss erst herniedersteigen. Also der untere Bereich, mal ganz allgemein, fast biologisch gesprochen, des Tieres, ist so, dass man ihn doch einteilen kann. Das ist jetzt, würde ich jetzt blau machen, dieses Tier, der Stier. Du kannst immer wieder die Aleph, wenn du das siehst, die kann man natürlich auch einen blauen Schöpfer machen. Das ist ein Intellekt oder ein Instinkt. Da wird sehr interessant. Der Zustand, in dem wir leben, und deshalb gibt es Bezüge zu unserem praktischen äußeren Leben. Du kannst dir das ja anhören, das muss mir jetzt gut sein. Dass du hier also insgesamt feststellst, es ist unendlich viel Wissen in dir drin. Geh doch einfach in der Großraumbibliothek oder geh ins Internet. Nimm dein Smartphone in die Hand. Ich gehe mal davon aus, du besitzt als Brüsseler ein Smartphone. Weißt du, was du Wissen in der Hand hast, wenn du ein Smartphone in der Hand hältst? Und was machen die ganzen? Die glotzen hier rein und keiner denkt mehr selber. Was muss ich selber denken? Ich kann doch die Maschine fragen. Das ist extrem trügerisch. Das landest du dann letztendlich diese ganzen Wahrheiten alle effen nach. Ich erinnere dich an den Anfang dieses Gespräches. Egal, wen du dir jetzt ausdenkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst und er wird für dich so sein, wie du ihn dir denkst. Bist du, das zwingt dir dein Programm auf, bist du selber zum Denken anfängst und woher wissen die das eigentlich? Die Menschen, die in mir auftauchen, woher wissen die das?
Und jetzt schauen wir, was deine Logik sagt. Ja, der hat Physik studiert und der hat Medizin studiert und der war dort und dort und hat der Journalist hat das gesehen. Denkst du dir? Nein, sie wissen das von dir. Sie wissen das von dir. Kann ein Mensch, den du dir denkst, was anderes wissen, wie du dir denkst, dass er weiß? Eine ganz klare Antwort. Natürlich nicht, solange ich weiß, ich habe es jetzt mit einem Gedanken von mir zu tun. Jetzt lande ich wieder bei meiner Kiste. Das beginnt übrigens mit KI. Diese Kiste ist eine KI und eine KI haben wir wieder einen Brand, einen Polarenrand, ein Brandmal. Einen Polarenrand, Mal von Gott. Mal heißt von Gott. Das ist deine Welt, deine Gedankenwelt. Das ist baut auf einer KI. Und ich wiederhole nochmal, weil das wirklich, irgendwann aber muss das bei dir installiert sein. Wenn ich jetzt sage, denk einmal an der Kiste, sind jetzt nur Geräusche da. Ich sage, mach es, stell sie dir vor. Und jetzt wirst du feststellen, die Kiste, die du dir jetzt denkst, die siehst nur du und die wird genauso sein, wie du sie dir denkst. Ich kann dich jetzt fragen, wie groß ist sie? Ist sie ein Wölfe? Ist sie rechteckig? Wie stellst du dir die Kiste vor? Und du wirst jetzt feststellen, umso mehr du dir Gedanken machst, nur aufbauend auf dem Wort Kiste, erschaffst du eine ganz eigene Kiste, die nur du siehst. Und wenn ich dich jetzt frage, aus welchem Material besteht die Kiste, wirst du feststellen, die Kiste hat erst ein Material als Substanz, wenn du dir dieses Material ganz bewusst denkst. Ich sage jetzt absolut bewusst denkst, dass du erkennst, Bewusstsein weiß, dass alles, was ich denke, in dem Moment entsteht, wo ich es denke. Und es wird genauso sein, wie ich es denke. Alles. Also gut, jetzt hast du deine Kiste und jetzt frage ich dich, was ist in der Kiste drin? Und du wirst jetzt feststellen, in der Kiste ist erst was drin, wenn du dir was hineindenkst. Sondern jetzt denk an den menschlichen Kopf, an den Schädel. Wenn ich dich jetzt frage, was ist da drin, sagst du sofort ein Gehirn. Der schreibt dir dein Programm auf. Aber genau genommen hättest du die Freiheit, dir auch was ganz anderes reinzudenken. Und was ist in deinem Körper alles drin? Jetzt hast du eine ganz klare Vorstellung, nämlich das, was man dir erzählt hat. Und du kannst dir das auch beweisen. Wir müssen ja bloß in der Pathologie gehen. Dann schneiden wir den Körper auf und dann wirst du feststellen, es wird genau das auftauchen, was du dir da hineindenkst. Vielleicht, wenn du das dann wirklich probierst, dass das viel ekliger aussieht, wenn du es realisierst, wie es bloß im Gedanken ist. Aber das Wort Egel ist natürlich auch schon wieder so eine Sache, weil das führt dich zu Agol. Das ist das goldene Kalb. Und dann kommst du zu dem Reisen, zu dem runden Drehen, wie die um das goldene, all das bin ich in vielen, vielen Selbstgesprächen darauf eingegangen, die Fähigkeit aus ein und demselben Wort hier ein 1000-Seiten-Buch zu machen. Und ich betone immer, du wirst immer in einem Kontext bleiben. Ich bin du Beginn, dass ich sage, wir nehmen jetzt einmal diese biblische Geschichte. Die 10 Gebote, den schönen Kinofilm von Charles Heston. Auszug aus Ägypten und so weiter und so fort. Und du schreibst jetzt einfach einmal so elementare Punkte hin. Ägypten, Mose, dann Meer, das sich teilt. Das Meer, das sich teilt, das goldene Kalb. Nur diese Wörter schreibst du hin. Und diese, wenn du hier 10 Wörter hinschreibst, werde ich dir zeigen, dass in all den 10 Wörtern ein und derselbe Kontext drinsteckt, dass du hier in all diesen wenigen Wörtern, wie in einem Hologramm, wo sich an einem Punkt eine kleine Facette eigentlich immer alles beinhaltet. Das ist die Welt der Physik, die Religion der Physik. Und du bist dieser kleine Punkt, in dem das ganze Wissen ist. Wir denken uns an Urlicht, das in einer Tetraederspiegelstruktur ist. Und dann sind die ersten Geistesfunken, mein Sternwerferbeispiel, die ersten Geistesfunken, die noch relativ kompakt sind, weil sie noch nicht so viel Funken herausgesprüht haben. Das ist der, ich sage immer, periphere Mittelpunkte. Das heißt, meine Geistesfunken sind träumende Geister mit eigenen Traumwelten. Was jeder aus sich herausspritzt, hängt von seinem Intellekt ab. Aber diese Geistesfunken sind aus dem herausgespritzt, der vom Bücherregal steht, sind eigentlich nur wieder Facetten vor dem Bücherregal. Darum ist diese Metapher auch sinnlich wahrgenommene Bilder, sind symbolische Bilder. Du träumst jetzt. Nochmal, wir haben ein Licht, das brennt immer. Ich mache jetzt nur einen Funken. Du kannst es verfolgen in Filmaufnahmen. Da springt ein Funke heraus. Ich mache natürlich viele gleichzeitig. Wir machen jetzt nur einen. Und während er diesen Funken immer mehr entfernt, du merkst jetzt schon einen Widerspruch, ein Oxymoron in sich selber, umso mehr er sich von dem
Urfunken entfernt, weil der immer finsterer war. Und du weißt jetzt, wenn du genau hinschaust, wieso war der finster? Weil aus dem Funken nämlich Funken heraussprühen und das Licht fällt ihm ja. Wenn dann wieder Funken heraussprühen, wird er zwangsläufig irgendwann einmal sich verstreuen in einer Finsternis, die letztendlich nur aus Licht besteht. Und was am Anfang klingt, wie der widerspricht sich erlaufen, nein, das ist dieses Gesetz, dass alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue Qualität ergibt. Und jeder dieser einzelnen Funken, die aus dem raussprühen, machen dasselbe. Das ist das, was ich immer ein Mandelbrotfaktor habe, das ist eine Selbstähnlichkeit. Und wenn wir das jetzt rückwärts laufen lassen und ganz klar in der Physik, rein arithmetisch, kannst du die Zeit umdrehen. Das natürlich die Biologen jetzt wieder geht ja nicht, wir können das ja nicht rückwärts laufen lassen. Ich sage, die Schwierigkeit, wer schreibt dir das vor? Wie sieht es aus, wenn ich plötzlich begreife, dass ein chronologischen Ablauf als Ding an sich sowieso nicht gibt, sondern bloß das Transversale? Wie habe ich diese Gazelle, der Zebi, ein Neger mit Gazelle zaugt im Regen nie. Das ist die Zebi, das ist mein Testudo. Jetzt müsste man durch das Regen machen, weil du jetzt feststellen wirst, dass das Wort Regen nämlich im Hebräischen auch wieder zwei verschiedene Wörter gibt für Regen. Immer wieder diese, so wie es für Menschen den Adam gibt, reden wir von einem Adam oder von einem Enosch. Gibt es auch für das Wort Regen zwei verschiedene Wörter? Meder und Gesche. Und ich kann jetzt viele Sachen sagen, weil wir immer diese zwei Seiten haben, weil da ein arithmetisches Prinzip ist. Für die Sonne gibt es natürlich zwei Wörter. Schama und Koma. Auch zwei verschiedene Sonnen gibt es. Das eine ist der Hausdiener, das ist der Sohn, der Sun, die Sonne. Der Neunte, Neun ist der Spiegel, Hübenvier im Kanuga-Leuchter. Und das andere Koma, der ist schon, du bist ins Koma gefallen, das ist die Hitze, hat was mit Hitze zu tun. Einer, der hier getrieben ist von einer inneren Hitze, bis er sich abkühlt, bewusst mit Lichtgeschwindigkeit kalterniert. Wieso hast du einen Teilchenbeschleuniger in Zahn? Das ist der Kern. Mit einem Umfang von 27 Kilometern, wo man komischerweise superkleine Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Bei Lichtgeschwindigkeit bleibt ja alles in einem Punkt, gibt es nur noch hier und jetzt. Das funktioniert aber nur, wenn man diese Röhre auf 27 Kilometer nahezu auf dem absoluten Nullpunkt abkühlt, kalternieren. Weil nämlich am absoluten Nullpunkt, wo sich angeblich überhaupt nichts mehr bewegt, bewegt sich nämlich alles mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Physik. Tu doch einmal eins und eins zusammenzählen. Das sind symbolische Bilder. Das sind immer die zwei Seiten, die sich widersprechen. Das, was sich absolut mit dem Schnellsten bewegt, dann kommen natürlich wieder welche, die sagen, ja, ich habe im Labor Überlichtgeschwindigkeit gemessen. Habe ich in Almener Vortrag, habe ich schon gesagt, ganz frisch in Köln, ein Professor hat in seinem Labor Überlichtgeschwindigkeit gemessen, 4,5-fache Lichtgeschwindigkeit. Versuchsaufbau kann ich dir zeigen. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn dir irgendein Professor an der Universität mit einem Laserstrahl einen Spiegel aufstellt und dann dir vorrechnet, vormisst im mit einem Oszilloskop, mit einem Zweistrahl-Oszilloskop, wie Lichtgeschwindigkeit gemessen wird. Oder an einer Tafel Schokolade, habe ich mit der Nadja schon gemacht. Mhm. Mit einer Mikrowelle kannst du auch die Lichtgeschwindigkeit messen. Was die aber nicht bedenken, ist, dass die Logik, die du hast, kannst du auch realisieren als Vorstellungswelt. Im Anfang ist das Programm. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn du ein Programmierer bist, du kannst das alles verändern, du kannst die Naturgesetze verändern, wenn du weißt, du bist jetzt ein träumender Geist und was du da außen als dreidimensionale Welt siehst, ist eine symbolische Verabredung, die du aufhast, die dir was vor dich hinstellt in einer gewissen Entfernung, was sich eigentlich nur in dir selber abspielt. Und du musst jetzt das nicht glauben übrigens. Ich erkläre dir jetzt, ich gebe dir eine Möglichkeit für eine vollkommen neue Welt, dass du wach wirst. Nur dir. Einzig und alleine dir. Dir. Der jetzt sich selber aus sich selbst seine eigene Welt heraus generiert. Und wir wissen ja, wir Hebräer wissen ja, dass dieses Dir wiederum, Dir, auch wieder zwei Seiten hat, nämlich das ist zum einen ein Wohnungsinhaber und ein Mieter. Der Wohnungsinhaber ist der, der immer ist, das ist der Besitzer von allem. Und der Mieter ist einer, der nur zeitweise in dieser Wohnung wohnt, in dem Haus, in mir sind zwei Erscheinungen. Das ist der in der Mitte, dem gehört es.
Und der Miele wieder, Mie, Frage, wer, wo, was, wo, warum? Rhetorische Frage, et er, ist Zeitpunkt, Zeitpunkt, Zeitpunkt erweckt. Zeitpunkt, Zeitpunkt, Zeitpunkt erweckt. Mhm. Wer ist das eigentlich? Du. Du bist was anderes wie eine Information. Und da kommst du mit Moral nicht weiter. Und wenn wir jetzt nochmal kurz die Sandra-Geschichte ansprechen, das ist sehr lehrreich, das sind diese Figuren, die Zweifel haben. Du musst dich irgendwann einmal entscheiden. Und jede Entscheidung, solange du, und das betone ich immer wieder als Mensch, bist du in einem Dilemma. Solange du noch in dieser Verkörperung steckst, wirst du dich immer entscheiden müssen, fahre ich rechts oder links, mache ich oder mache ich es nicht. Ich kann ja nicht beides gleichzeitig tun. Aber was dir noch nie aufgefallen ist, dass du selbst, rot gelesen, dieses Problem ja gar nicht hast. Das hat ja bloß der, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst. Weißt du, was das Schöne ist? Dass du überhaupt gar keine im klassischen Sinn einseitige Entscheidung treffen musst. Die vorsichtige Entscheidung heißt, dass die Scheidung aufgelöst wird. Wenn jetzt in deiner Welt als Brösel eine Frage ansteht, mache ich es oder mache ich es nicht? Ich sage, wenn du aus zwei oder vielleicht sogar mehreren Möglichkeiten auswählen musst, egal was du auswählst, du gehst bloß wieder in eine Einseitigkeit. Eine absolute Entscheidung macht aus diesen verschiedenen Möglichkeiten durch die Entscheidung was vollkommen Neues. Ist jetzt der Kegel, der Kreis oder der Dreieck? Du kannst dich jetzt im klassischen Sinne entscheiden und sagst, der große Fehler vom Aristoteles, es kann ja nur eins davon stimmen. Wenn sich was widerspricht, kann bloß einer recht haben. Ich sage, das ist eine Falle, das ist ein Schwätzer gewesen. Die haben erzählt, es war ganz ein großer. Der hat natürlich dann eine Hinterklasse gelassen, man kann das immer wieder umdrehen mit einem ausgeschlossenen Dritten. Aber der wird komplett verkehrt erklärt, falsch, herumgedreht erklärt. Der Dritte entsteht nicht aus den Zweien, sondern der ist vor den Zweien. Nochmal, erste Person, zweite Person, dritte Person, so zählst du das auf, weil du das ja von links nach rechts, von links nach rechts aufzählst, von links nach rechts. Du musst es von rechts nach links aufzählen, das ist zuerst der erste Er. Er ist die Synthese von der ersten und der zweiten Person. Die Synthese macht These, Antithese. Und jetzt sage ich nochmal, jetzt schwamm ein Zeitfenster auf, die erste Person ist ein Kind und die zweite Person ist ein Kreis. Das ist wie Anfang und Ende, die aber immer nur gleichzeitig da sein können. Und jetzt schaust du aus den Augen eines Kindes und dann sind die, ist, Kreis ist Fragezeichen. Es ist wie ein Buch, wenn du zum Lesen anfängst und du bist auf der Seite 6, was weißt du von deinem Leben? Was weißt du von dem, was noch kommt? Es ist übrigens schon in dir drin. Wenn du ganz am Ende bist, dann kannst du zurückschauen. Du kannst von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Und du wirst dann merken, was du für ein unendlich entweder wissbegieriges Kind warst dein Leben lang oder ein geistloser Neumaldjug, ein Besserwisser. Das führt dich in eine Sackgasse. Das ist übrigens, ich bin nur Quadrat beginnt so. Dieses Tagebuch, das du schreibst, wo genau genommen schon geschrieben ist. Du schreibst, was du schreibst, kommt ja aus dir. Du führst eigentlich bloß einen Pinsel wie ein Maler, der da sitzt und ein Bild malt, das in seinem Kopf entsteht, eine Vorstellung, die er dann eigentlich nur außen verwirklicht. Ich mache immer gerne meinen Maler Peter Losse, der hier zu mir sagt, Udo, ich sitze oft hier 2-3 Tage vor einer leeren Leinwand und klotze die Leinwand an und es passiert nichts und plötzlich klatsch, sehe ich auf einmal das fertige Bild. Und der Udo lächelt und sagst du, dann magst du eigentlich nur noch malen nach Zahlen. Ja. Lies die Geschichte von Mozart. Da heißt es in diesen Märchengeschichten, der hat auf einmal die komplette Zauberflöte im Kopf und dann muss er sich hinsetzen und muss es aufschreiben. Ich habe die kompletten Offenbarungen und noch viel, viel mehr, die Upanishaden, all das ganze Zeug habe ich alles in meinem Kopf. Und dann muss ich es aufschreiben oder jetzt erzählen, wie sage ich es meinem Kind? Ein störrisches Kind, das nicht wach werden will, das Zweifel hat. Das Verrückte an Holofeeling, ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Und ob dich das interessiert oder nicht interessiert, ist ein Akt der Reife. Jetzt nimm wieder deine Metapher des Lebens eines Affen, eines Säugetiers, den du Mensch nennst. Und dann schau ganz einfach, wie sich in diesen ersten 3 Wachstumsstufen, ich sage nochmal von der Geburt bis zur Pubertät, von der Pubertät bis zu den Wechseljahren und von den Wechseljahren dann bis zum Kreis,
wie sich die Interessen verändern. Mit diesen drei Sprüngen in der Pubertät. Alles, was vorher wichtig war, wird nichtig. Das passiert in der Pubertät und das passiert in den Wechseljahren. Und ich verweise auf das letzte Selbstgespräch mit der Bewusstseinskurve, was auch die Lichtgeschwindigkeitskurve ist, wo am Ende lange nichts passiert und am Ende plötzlich schlagartig förmlich kippt alles von dieser Longitudinalen in die Transversale und es gibt nur noch jetzt. Dieser Ahn, dieser extreme Anstieg von Bewusstsein ist nicht der Anstieg von Wissen. Nochmal, genau genommen, der 6-7-Jährige hat Bewusstsein, nahezu genauso viel Bewusstsein wie ein 60-Jähriger. Bewusstsein ist das, was sieht und was schaut und ein 6-Jähriger kann genauso schauen wie ein 60-Jähriger. Der Unterschied liegt nur im Wissen, aber das Wissen von dem 7-Jährigen ist in dem 7-Jährigen ja schon drin. Wenn er auf der Seite 7 in einem Buch ist, hat er das andere bloß noch nicht gelesen. Der 60-Jährige arbeitet mit wesentlich mehr Wissen, es ist aber immer noch dasselbe Bewusstsein. Und jetzt ändert sich das Bewusstsein, indem es wirklich Bewusstsein wird, dass es nicht mehr chronologisch denkt. Und dann bleibt die Zeit stille stehen, wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und das Meer, El Hayom, die Ursache von allem, wird nicht mehr existieren, nicht mehr sein, rot gelesen, dann es ist Bewusstsein, das nicht existiert. Und du sagst, hey, Heureka, verdammt nochmal, das bin ich selbst, rot gelesen. Das bin ich. Ich bin. Verrückt, ne? Madame, I am Adam. Da kann jetzt die Ramona wahrscheinlich, die ich mir ausdenke, nicht so viel anfangen oder rede im ersten Moment auch nicht. Dann hört ihr euch jetzt den Anfang noch an, wo ihr noch nicht dabei wart, und da wisst ihr, was ich meine. Gut. Mein Fräulein. Das ist das. Das ist das. Die Verzauberung. Der rede, ich habe wieder Ego, glaube ich. Aber wir haben es dann eh, glaube ich. Das reicht für heute. Das ist das Spiel. Ja. Geht es erst die Reife, genauso ist es, solange du mit rotem Feuerwehrauto und Barbiepuppen spielst, bist du noch nicht in der Pubertät. Und wenn du in die Pubertät kommst, dann wirst du feststellen, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, die die Regel bestätigt, die mit 30, 40 Jahren noch Barbiepuppen sammeln. Das ist, du darfst das nicht auf eine Sichtweise festmachen. Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber prinzipiell ist es, dass alles, mein Zungenkussbeispiel, alles, was vorher eklig und schlecht und dich nicht interessiert, ist nach der Pubertät plötzlich vollkommen anders. Das sind so Sätze, die ich wiederhole. Gleich geht es, ob du Junge oder Mädchen bist, sag mal zu einem 9-Jährigen, stell dir vor, ein Mädchen steckt dir die Zunge im Mund. Ist das eklig. Und dann kann er nichts mehr anders denken, wann kommt endlich so ein kleines Schlampi und steckt mir die Zunge im Mund. Und dann kommen irgendwann einmal die Wechseljahre und dann geht dir das wieder vollkommen am Arsch vorbei. Und solange dir das nicht am Arsch vorbei geht, bist du noch nicht in dem Wechsel. These, Antithese, Synthese. Jetzt fängst du an, dich für was vollkommen Neues zu interessieren. Nämlich, was ist jetzt der Sinn dieses Lebens gewesen? Und es beginnt mit der Frage, was bin ich selbst und was sind meine Gedanken? Und in dem Moment, wo du da wirklich tiefgehend forscht, das sieht man schön auch, schau dir mal jetzt ausgedachterweise den Lebenslauf von den D.R. Miuske an. Mi, rhetorische Frage. Können wir jetzt auch auffächern, wie alle Namen, die man auffächern kann. Das ist eigentlich hier mal das Entscheidende. Und dann sagt er, man kann es nicht mehr erklären. Er hat irgendwann einmal, das ist ja auch nur ein relativ junger Bursch, glaube ich, 71 geboren. Denken wir uns jetzt natürlich aus, in der Vergangenheit war nichts. Dass er gesucht hat, das sind immer Sucher, die ihr ganzes Leben suchen und mit Religionen. Und irgendwann landet er bei Weinreben und sagt er, das ist es. Das ist jenseits aller Religionen, obwohl es jüdisch ist. Diese Zahlenwelt, das Diesseits und das Jenseits, ganz wunderschöne Wörter, wenn du es auf Hebräisch anschaust. Und es bei Weitem nicht, dass ich sage, das ist der Weisheit letzter Schluss. Ich betone immer wieder, ich versuche einen Computer, der noch Basic-Betriebssystem hat, Windows zu erklären, was aber nur geht, indem ich ja mit dir nur in deiner Logik, in deiner Sprache mit dir sprechen kann. Und glaub mir, wenn ich nochmal betone, das Wissen deiner gesamten Menschheit, bring mir die Weisen deiner Welt, ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie.
Das Erste, was ich jedem sage, die äffen geistlos nach, wenn ich immer sage, die Fehler in den Physikbüchern, wo jetzt ausgedachterweise jeder Physiker nach wie vor seinen Schülern erzählt, wo jeder 13-Jährige, der sich eigene Gedanken machen würde, ganz eindeutig feststellen kann, dass da elementare Fehler drin sind in dem System. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und mich interessieren Menschen, die du dir ausdenkst, überhaupt nicht. Der Einzige, der mich interessiert, ist, bist du. Nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Da sind wir wieder bei der Sandra. Es ist interessant, such dir die Stelle her und dann schau dir die zwei Selbstgespräche, die ich mit der Sandra hier geführt habe. Was für Themen ich anspreche, was sie am Schluss mitkriegt, da kommt in den Schweizerdeutsch, redet, du bist ja da mächtiger, meine Marion hat es nicht verstanden. Ich habe ihr dann das übersetzen müssen, wo sie richtig schön an eine Stelle, wenn ich das richtig gehört habe, wo sie sagt, dass das eigentlich hier sehr schlimm, das Psychische jetzt, wo ihr bewusst war, was sie eigentlich gemacht hat, das Psychische kippt jetzt immer mehr um in körperliche Schmerzen, dass sie nur noch mit Morphium einigermaßen klar denken kann. Aber dass der Ursache, jetzt erst einmal das Psychische, was habe ich eigentlich gemacht? Sie war voller Zweifel, diese Figur. Aber ich kann immer wieder sagen, Sandra hat nicht leiden müssen. Da war die Neugier da, alles, auch mit ihrer Freundin. Es ist, du darfst dir keinen Zweifel leiden. Glauben muss was Absolutes sein. Und da kommt jetzt Holofeeling, das so unendlich einfach ist, weil Holofeeling wirklich die einzige, ich benutze mal das Wort Glauben jetzt rot, das nur mit hundertprozentigen Fakten arbeitet, wo ein 13-Jähriger, der neugierig ist, immer nochmal die 13, mir ist wichtig, ein Minimalintellekt, ein minimales Verständnis, sofort das nachvollziehen kann auf der Stelle, was ich sage, alle elementaren Aufsagen. Für dich existiert nur das, was du jetzt denkst oder anschaust oder hörst. Und das kann sich austauschen. Das ist immer Reizauslöser, das Klingelingeling-Beispiel. Können auch Bilder sein, wo du reagierst. Und ich wiederhole nochmal schnell von dem Gespräch hier, von dem Vorhergehen, das also kein YouTube geworden ist, bis jetzt zumindest nicht, dass ich hier sage, wenn du jetzt ein Gefühl hast, dann wiederhole ich immer dieselben Beispiele, in dir taucht ein Gefühl auf, das ist ja Information. Informationen können von sinnlich wahrgenommenen Informationen, Gegenstände auf der Verabrede, sinnlich wahrgenommene Geräusche und ich sage auch zum Beispiel jetzt an deinen Körper, denkst du und presst einmal Ball eine Faust. Du wirst jetzt feststellen, jetzt taucht was auf, deine Hand, und jetzt hast du ein Gespür, eine sinnlich, wenn du fest drückst, bis hin zu einem riesengroßen Schmerz. Auch der Schmerz, dieses Gefühl, ist eine Information. Ich nenne es dann in Bezug auf deinen Körper eine sinnlich wahrgenommene Information. Bis zu ganz feinen sinnlich wahrgenommenen Informationen, das war mal extrem, ein extremer Schmerz körperlich und ein Hauch, ein Gefühl, wo ich jetzt zum Beispiel Hunger, ich nenne es einen Hauch von Hunger, der in dir auftaucht. Das ist ja ein Gefühl, du fühlst ja was. Und du wirst jetzt feststellen, wenn ich das in dir auftauchen lasse, das kannst du dir ja nicht raussuchen, was du vielleicht denkst, ich muss mal Brot machen, ich habe einen Hunger. Du wirst vielleicht nicht einmal denken, ich habe einen Hunger, du sagst, ich muss was essen, ich muss mal Brot machen. Da ist der Reizauslöser, wo du reagierst und damit zwangsläufig deine Informationen umveränderst durch die Reaktion, ist dieser Hauch von Hunger. Das kann sich aber austauschen. Es kann zuerst ein Gedanke da sein und deine Reaktion erzeugt dann ein Gefühl, zum Beispiel von Angst. Es können nur einige wenige Worte da sein und dich fällt eine panische Angst an, die du fast körperlich, ein Schweißausbruch, die du körperlich spürst. Das ist immer dieses Spiel, ein Reizauslöser, du reagierst. Und Ärger und Angst erschaffst du. Die Reizauslöser sind nicht daran schuld, dass du so darauf reagierst. Das ist diese simple Qualitäten entstehen durch die Bewertung, durch die zwanghaft einseitige Bewertung, durch die Kritik des Beobachters. Kritik ist Bewertung. Und es macht dein Programm, macht diese Informationen. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film, es gibt kein gutes und kein schlechtes Leben. Es ist einfach nur, alles andere sind einseitige Bewertungen eines extrem unvollkommenen Intellekts, bis du Holofeeling hast. Holofeeling wäre nicht mehr einseitig. Das sagt der Welle ist beides. Und noch viel mehr, nämlich zuerst einmal vier Phasen. 4 mal 90 Grad. Die erste 90, die zweite 90, 180. Ist affines Wissen. Aber das
P1, das rote Pi, braucht nochmal ein zweites Pi. Das sind die zwei Pi in der Kreisfunktion. Und dann wirst du meinen, plötzlich brauchst du Arithmetik, nicht Mathematik. Mathematik ist trügerisch. Mathe, das gelernte Wissen von Morikos, von Dummkopf, Tor, geistlosen Schwätzern. Das sind die Menschen in deiner Welt. Bis hin zu den Kindern, die sich irgendwo festkleben, um die Erdkugel zu retten, ihre Zukunft zu retten, was schon von den reinen Zahlen absolut sinnlos ist. Oder dann natürlich die Schuldzuweisung der Reichen, der Mächtigen, des Kapitalismus, so offensichtlich. Die Fehler schreien dich so unendlich an. Konsumiert, 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 sonst kann man nicht überleben. Als ob der Sinn des Lebens darin besteht, dass du geistlos konsumierst, dass die Fabriken laufen, dass du Geld verdienen kannst. Das Geld ist eine Sau. Und du betest Geld an, auch du betest Geld an. Jeder, der hier meint, er müsste Geld haben zum Überleben. Ja, wenn ich kein Geld habe, muss ich verhungern. Es stimmt. Es wird genau so passieren, wie du das glaubst, dass es passiert. Du bist Gott. Ich verwirkliche in dir diesen fehlerhaften Glauben, dass er noch nicht einmal dein Glauben ist. Das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Wie oft wiederhole ich das? Ja, wenn ich kein Geld habe, ich muss doch trotzdem zahlen, wenn ich mir was zum Essen hole. So, stimmt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dann solltest du mal das Sefer Maimonides lesen. Da heißt es, wenn du von morgens bis abends die Tenach studierst, die Dora studierst, wenn ich der Tod nicht finde, ich lasse dich wach werden, du setzt dich hin und dann schreibst du Gematrie-Explorer-Einträge. Über Monate, über Woche, ich weiß nicht, wie viel 50.000, wie viel der Redo schon reingestellt hat. Und ich sorge dafür, dass in der Zeit du nicht verhungerst. Es wird, bis ich dich wieder ausschalte, einschalten, ich bin da, ausschalten. Passiert immer jetzt. Und dazwischen wird genügend da sein. Hat bis jetzt gut funktioniert, oder? Bis du wieder mit der alten Redo-Logik anfängst, dir Gedanken zu machen. Und dann ziehe ich das wieder runter ohne Ende. Dann schaust du wieder auf dem Konto, wie viel habe ich noch? Wie lange reicht es noch? Du fängst schon wieder an, Zukunft zu berechnen. Geht es vollkommen dahin, du bist in einem vollkommenen Zustand des Unbewusstseins. Auch schon mit Schmerzen, wenn ich sage, du kannst nur Schmerzen haben. Immer alle jegliche Art von körperlicher Schmerz ist verbunden, dass du im tiefsten Sinne wieder an deinen Körper denkst. Auch wenn du nicht direkt an den Körper denkst. Es kann sein, dass du an dein Kreuz denkst. An der Knie, an den Backen, der aufgeschwollen ist. Das Thema ist auch solche Sachen. Wenn ich jetzt Udo spiele, ich immer einen Narren. Ein Brösel und der Brösel. Und da kann ich immer wieder nur sagen, der Brösel stammt vom Brot ab und nicht das Brot vom Brösel. Bierrot heißt immer Brot. So, ich muss raus, Udo. Ich muss auch, wir machen jetzt Schluss, wir sagen jetzt Patch. Also, Klappe zu, Affe durch. Du machst jetzt doch was davon, oder? Soll ich dir noch was schicken? Nein, nein. Dazu, mach einfach was davon. Was du meinst. Okay. Gut, gut. Und Patch.